Moin, moin, ihr Lieben. Mir gegenüber sitzt Björn. Guten Morgen, guten Tag oder gute Nacht von mir. Mir gegenüber sitzt Seba. Und gemeinsam sind wir die Sesselwisser. Ja, ich glaube, Let's Dance hinterlässt körperliche Spuren bei mir. Es hat keinen guten Einfluss auf mich. Show 7 vom 19.04.24 mit dem Schlager, wie heißt es? Schlager-Marathon oder so? Disco-Fox-Marathon. Disco-Fox-Marathon, ja. Hast du nicht aufgepasst? Hallo, erstmal. Ich bin durch. Ja, wir haben ja letzte Woche prophezeit, dass wir nicht wieder live gucken. Das haben wir heute gemacht. Live geguckt. ja, Show 7. Motto hatten wir? Denn außer dem Disco-Fox-Marathon nicht wirklich eins. Ja, man hätte die ganze Show auch unter das Motto Chaos setzen können. Ja, das stimmt. Es zog sich ein bisschen durch. War wirklich bis zum Schluss. Chaos bis zum Schluss, ja. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist die Show, die mir tatsächlich am wenigsten gefallen hat von allen. Da hast du jetzt ja gar nichts vorweggenommen. Quasi Resümee schon mal gezogen. Naja, aber kann ja mal. Machen. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Nein, es gab ja wirklich Lichtblicke, unerwartete, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und einer zum Beispiel davon war das Opening. Es war, ich möchte jetzt nicht sagen, das beste Opening, was ich je gesehen habe, aber das war ein grandioses, mega, mega Opening. Es war Hammer. Mir hat es nicht so gefallen. Ich fand die Bühne richtig cool. Mhm. Ich fand die Projektion von dem Strand auf der Tanzfläche richtig gut. Das war eine geile Choreo, das war eine schnelle Choreo. Also als ich auf die Füße geguckt habe, bin ich ja teilweise überhaupt nicht hinterhergekommen. Bei dem Remix von La Isla Bonita und Coco Jumbo hat mein linkes Auge erst ein bisschen gezuckt, weil ich dachte, beide Lieder sind toll, aber so im Mix, aber das hat sich nachher gelegt. Nee, ich fand, das war ein geiles Opening. Das war mal ein Banger. Ich fand es von der Inszenierung auch sehr, sehr, sehr gut. Also es hat mir wirklich extrem gut gefallen. Die Atmosphäre hat gestimmt. Die Songs fand ich sehr gut und ich fand vor allem das Mashup von La Isla Bonita und Coco Jumbo sehr gut. Aber es war halt eine Samba. Und für mich wirkte das sehr, sehr. Ich mag einfach Samba nicht so gerne, wenn ich mal ehrlich bin. Für mich wirkte es hektisch vom Tanzen her, aber trotzdem war es ein gutes Opening. Obwohl, ich habe heute in der Show auch gemerkt, dass Samba mein neuer Slow Fox ist wahrscheinlich. Also auch ein Tanz, den ich so nicht verstehe. Nein, ich fand das Mashup ja, zum Anfang habe ich nur gedacht, oh, das passt gar nicht, und das wurde nachher, wahrscheinlich weil das andere drumherum alles gestimmt hat, habe ich nachher gedacht, ja doch, kann man machen. Also muss man nicht, aber kann man machen. Hat mir total gut gefallen. Dann ging es schon mit der ersten Verwirrung bei mir los, als nämlich die Tanzpaare. Mit Vickys Kleid? Nee, davor noch. Ach nee. Ja doch, Vicky kam ja erst noch raus. Erst kamen die Moderatoren. Vicky sah Hammer aus. Das Outfit fand ich fantastisch. Ja, im ersten Moment, wo sie da auf der Empore stand, dachte ich, wo ist denn ihre Taille hin? Aber das Kleid war ja so ausgeschnitten. Nee, also Weil das ist ja so die Tradition, die ich immer aufrechterhalte, was dazu zu sagen. Das. Ich fand, Vicky sah fantastisch aus. Ich habe sie selten so hübsch erlebt. Daniel, wie gewohnt, klassisch im schwarzen Anzug. Motzi fand ich, sah sehr ähnlich aus zum letzten Mal mit dem Pink-Rosa. Nur diesmal ein bisschen schwererer, glänzender Stoff. Letztes Mal war es ja eher weicher und softer. Lambi war ungewohnt knallig. Ja, aber das ist, ich glaube, in diesen Ulk-Shows immer so. Ja, ja. Das war also, wegen dem Disco Fox. Hatte er das auch. Und jetzt kommt aber die Überraschung. Ich fand Roches Outfit heute wirklich gut. Ich auch. Ich mochte nur sein Kopfding nicht, aber. Das hat mich dann gar nicht mehr gestört, aber ich fand das Muster sehr schön, was er anhatte. Ja, den Anzug, also den Bodysuit fand ich auch gut. Ich war nicht so Fan von dem Haarteil, aber das ging noch, und die Lackhandschuhe fand ich. Aber ich mag eh keine Handschuhe.
mag ich auch bei den Tänzerinnen und was weiß ich wem allen nicht. Ich finde das nicht so schön. Aber davor sind ja noch die Paare reingekommen. Oder sind die danach reingekommen? Wir sind danach erst reingekommen. Wir sind zum Schluss reingekommen quasi. Ja. Und da ging bei mir schon die erste Verwirrung los. Da wollte ich mich ja schon künstlich aufregen, weil ich habe so gedacht, ja, ich mag Jana sehr, aber sie hätte dann, glaube ich, schon das dritte Mal die Show eröffnet. Wo ich so dachte, oh Leute, fällt euch nichts Besseres ein, dass jemand die Show eröffnet? Mein zweiter Aufreger war dann, wo ich so dachte, jetzt muss ich die Reihenfolge mal wissen. Was hatten wir denn heute für Tänze? Auf jeden Fall war der Jive hintereinander. Also die Tanzpaare wurden so vorgestellt, dass der Jive und der Jive war. Ja, war aber dann im Endeffekt nicht. Also es war Samba, Jive, Jive, Samba, wo ich so dachte, was? So war es beim Einmarsch. Ja, so wurden die Paare vorgestellt mit den Telefonnummern, wo ich dann so dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Also, dass ihr da keine bessere Reihenfolge kriegt. Aber es gab nur einen Samba. Es gab nur eine Samba. Contemporary. Ja genau, Contemporary, Jive, Jive, Contemporary. So sind die reingekommen. Und dann ging es ja los, dass Martha und Bjorn gestartet haben mit der Telefonnummer Endnummer 2 und da war bei uns ja schon so. Da war, ja. Haben wir irgendeine schon, nein, wir haben Tanz verpasst. Aber wie, wir saßen die ganze Zeit da. Das war, also da ging es schon los mit dem Chaos. Das, ja, absolut. Wow. Also zumindest in meinem Kopf. Ja, wir haben im Laufe der Show dann festgestellt, okay, das sind die Telefonnummern von der letzten Woche. Die Telefonnummern waren die Startreihe von der letzten Woche. Ja, weil ja letzte Woche keiner rausgeflogen ist und die Anrufe oder ich dachte, das habe ich nämlich als nächsten Punkt bei mir, dass es ja nur hieß, die Anrufe bleiben bestehen. Aber nein, sämtliche Punkte wurden auch mit reingezählt. Ja, das war aber klar. Das war mir nicht klar. Ich hatte irgendwie im Kopf nur die Anrufe bleiben bestehen. Nee, und auch die Punkte. Deswegen habe ich doch gesagt, dass einige sich diese Woche den Poppes aufreißen müssen, wenn sie weiterkommen wollen. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Ja, bevor wir zu den Tänzen kommen, würde ich noch ganz kurz, okay, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hören, vielleicht dringt es zu ihnen durch. Herzlichen Glückwunsch, Isabel und deinem Göttergatten und herzlichen Glückwunsch, Patricia. Sehr schön. Sehr schöne Nachrichten, die schönsten Nachrichten, die wir heute gekriegt haben. Also Isabel ist Mama geworden. Und Patricia wird Mama. Ja, sehr schön. Das zweite Kind dann auch für Alexandru und Patricia und Isabel. Und oh, ich habe den Namen von ihrem Partner vergessen. Schande auf mein Haupt. Das dritte Kind für, ja, Isabel. Schön. Dann lass uns mal mit Tanz 1 starten. Mhm. Martha und Bjorn tanzen den langsamen Walzer zu. Zu Can't Stop the Feeling. Bevor wir richtig reingehen, wollen wir das heute ein bisschen anders machen. Das war nicht abgesprochen, aber erzähl mir mehr. Ich frage dich jetzt so spontan. Wir machen die Mats, wie gewohnt. Ja. Gehen dann ins Juryurteil und sagen dann unsere Meinung dazu. Wir waren ja auch fast bergfest, ne? Von daher. Lass uns mal verrückte Welt spielen, ob es uns so gefällt. Heute ist ja Chaos pur, von daher. Würde mich mal interessieren, ob das für uns vielleicht besser klappt heute, weil ich glaube, wir haben vieles zu dem Juryurteil zu sagen, zum Teil. Ja. Und dann fließt da ja unsere Meinung schon rein und dann sagen wir es nicht dreimal. Dann leg mal los mit der Mats. Ja, die Mats fand ich von Bjorn und Martha tatsächlich ganz gut. Ich hatte das Gefühl, dass er wirklich ehrlich, positiv ist und auch Martha, die beiden haben wieder gezeigt, dass sie super gut zusammenpassen. Fand ich aber sehr ehrlich. Dies auf letzte Woche bezogen. Wir nehmen das als Herausforderung und wir schaffen das und so. Das fand ich aber nicht so übertrieben. Das Einzige, was mir too much war, war dieser Ballon. Obwohl ich ihm halt glaube, dass er Martha sehr wertschätzt. Aber er hat Martha halt einen Ballon geschenkt als Dankeschön und herzlich willkommen zurück. Und herzlich willkommen, genau. Das war mir ein bisschen zu viel. Aber ja. Ja, aber hätte das ein anderer gemacht, wäre es dann auch zu viel gewesen? Ja. Hätte wahrscheinlich, okay. Ich muss auch sagen, Bjorn hat mir in der Mats richtig gut gefallen. Da war er mir richtig sympathisch und ich habe mal wieder festgestellt, dass Martha anscheinend wirklich sehr zufrieden ist mit dieser Partnerauswahl. Ja. Weil sie hat viele, viele Sachen gesagt und da musste ich noch so an ein paar andere denken.
mit denen sie getanzt hat in der Vergangenheit und das ist schön. Also sie hat zum Beispiel zu Björn gesagt, weil er meinte, du bist so streng, aber halt alles irgendwie nett. Und sie hat dann halt gesagt, ich bin nur streng, weil ich bei dir das Potenzial sehe. Und das will ich bei dir rauskitzeln. Und das glaube ich ihr. Ja, war auf jeden Fall, fand ich, eine schöne Runde Mats. Hat ihn mir auch wieder ein Stück sympathischer gemacht. Ich hätte ihm was Schnelleres, Lateinmäßiges gewünscht. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, das liegt ihm besser. Er weiß das auch. Und Martha weiß es auch. Und ich hätte es ihm einfach gewünscht zum Wiedereinstieg mit Martha nach dem Quickstep, der ja nicht rund lief letzte Woche, dass er jetzt, um seine Chancen zu verbessern, was einen Lateintanz kriegt. Dem war leider nicht so. Er hat den langsamen Walzer bekommen. Ja, ich fand generell bei einigen Paaren waren die Tänze diese Woche ähnlich zu den Tänzen zu letzte Woche. Es hat mich auch ein bisschen, letzte Woche Rumba, jetzt Samba, dann Samba und Rumba und Wiener Walzer, langsamer Walzer. Mhm. Und also irgendwie fand ich das auch hier nicht gut ausgesucht. Weiß nicht, ob du drauf geachtet hast, aber das ist mir so aufgefallen bei ein paar Paaren. Nicht bei allen, aber bei ein paar Paaren ist mir das schon aufgefallen. mir ist das nicht so aufgefallen, aber ich hatte zum Teil das Gefühl, da kommen wir an anderen Punkten noch mal drauf, aber sowas wie bei Björn, dass er wieder so einen Tanz bekommen hat, ich hatte das Gefühl, das war bewusst, damit er halt nicht seine Stärke zeigen kann. Also, das Gefühl hatte ich heute auch an ganz vielen Stellen. Ja. An ganz, ganz vielen Stellen. Und ich hatte heute auch, ich habe ja schon ein paar Mal gedacht und ich glaube, ich habe es auch schon einmal im Podcast gesagt, dass ich das Gefühl hatte, die Jury spricht sich so ein bisschen ab mit dem Punkt und dass halt sie sagen, keine Ahnung, jetzt der und der Kandidat soll 27 Punkte bekommen und dann verteilen sie das. Ne? Dass sie sagen, da soll der ungefähr hin mit seiner Punktzahl und dann wird verteilt, wer was gibt. Das hatte ich heute. Und ganz speziell, da kommen wir dann nachher nochmal zurück, im Disco-Fox-Marathon hatte ich große Gefühle. Oh. Da hatte ich auch Gefühle, aber keine guten. Aber da sind wir zum Glück noch nicht. Ja, das war für mich die Mats, also schön. Ja. Schön, schön. Und das ist ja auch, ich glaube, ich habe es auch schon 100-mal gesagt, aber das ist ja auch das Schöne an der Show, dass die einem oder jetzt in dem Fall mir halt dann auch Leute näher bringt, ne? Und wie gesagt, ich hätte es bei Björn, wenn ich so an die allererste Folge denke, nicht gedacht, dass der mir doch sympathisch wird. Schön, schön, schön. Ja. Ja. Mach du die Punkte der Jury? Der Jury. Und dann unsere später? Genau, unsere würde ich dann, mit unseren Punkten würde ich quasi dann abschließen. Gut. Von der Jury hat er bekommen 774. Insgesamt 18. Ja. Und natürlich lese ich die Punkte in der Reihenfolge vor, wie sie in der Show auch genannt wurden. Jorge Mozzi und Herr Lambi. Ich habe mir nur eine Kritik so aufgeschrieben. Ich weiß, du hast mehr. Lambis Kritik ist, glaube, er vergisst manchmal, dass da keine Profitänzer, also in dem Fall meine ich jetzt die Promis, dass da keine Profitänzer vor ihm stehen. Mhm. Also er ist ja nun mal Punkterichter. Ich weiß nicht, ob er es noch ist. Auf jeden Fall war er Punkterichter bei diversen Wettbewerben. Und manchmal habe ich das Gefühl, er vergisst, dass das Leute sind, die im besten Falle seit 7 Wochen tanzen. Da mit so einer Strenge manchmal ranzugehen. Ja, natürlich, ne, wenn da was nicht stimmt, richtig, kann man ansprechen. Aber manchmal ist es mir doch ein bisschen zu hoch, sein Niveau, und auch zu willkürlich, wie er bewertet. Das habe ich in dieser Folge, ist mir das extrem aufgefallen. Meinst, hast du in diesem Fall jetzt bei Björn eine spezielle Sache, die er gesagt hat? Also ich glaube, da kann ich mich auf dich verlassen. Das stimmt. Ich finde, du kannst die drei Jurymitglieder sehr klar sagen, wie die bewerten. Herr Lambi sagt in Woche 6 muss das und das erreicht sein. Der hat so, als hätte der eine Liste, die abgearbeitet wird, in Woche 6, wenn man dann den Walzer tanzt und es ist Woche 6, muss man das und das schon können, ohne auf das individuelle Bild des Tänzers zu sehen, als Beispiel. Ja. Mozzi bewertet die Entwicklung des Tänzers, was ich verständlicher finde. Kann aber trotzdem sagen, an dieser Stelle, ja, du hast eine Entwicklung gemacht, aber du müsstest weiter sein, um in dem
Vergleich zu bestehen. Und Jorge geht auf, ich habe das so, heute so empfunden. Ich fand das gut, egal was letzte Woche war. Herr Lambi hat bei Beyond auf jeden Fall kritisiert, er hat das Gefühl, Martha ist ein Störfaktor. Ja, aber ich... Ich verstehe, ja, was er meinte. Ich wollte gerade sagen, ich habe aber auch verstanden, was er meinte. Er meinte halt eigentlich, in Haltung ist er schlechter. Wenn er frei ist, ist er besser und ein überzeugenderer Tänzer als in der Tanzpaarhaltung mit Martha zusammen. Das meinte er, glaube ich. Und das, ja, da verstehe ich, was er meint. Ja, und da braucht sich auch keiner aufregen. Oh, Martha ist ein Störfaktor. Hm. Weil da ja auch gleich alle geboot haben. Nee, da muss man einfach nur richtig hinhören und dann weiß man, wie er das meinte. Also das kann ich auch, ich konnte die Kritik nachvollziehen, was er damit sagen will, aber habe ich so nicht gesehen. Aber man kriegt ja auch immer nur, wir müssen halt mit den Bildern zufrieden geben, die uns da gezeigt werden. Ja, er sieht natürlich, weil er ja auch seinen Rücken angesprochen hat, also wir kriegen ja keine Bilder unbedingt jetzt von hinten. Ne? Zumindest nicht durchgängig, ja. Ja, und das ist so. Also das mit dem Störfaktor habe ich verstanden. Ja. Ja, aber habe ich diesmal nicht so gesehen. Zudem hat er noch angesprochen, dass er das Heben und Senken vermisst hat. Und ich habe an den Stellen, wo es mir möglich war, Beyonds Beine zu sehen, ganz bewusst drauf geachtet, weil das beim Langsamwalzer einfach sehr eindeutig zu sehen ist und leicht zu sehen ist für jemanden, der kein Profitänzer ist, wenn man so ein bisschen Ahnung hat. Und ich habe ganz bewusst drauf geachtet und ich habe das gesehen. Immer wenn ich hingeguckt habe, hat er es richtig gemacht. Ja, und ich glaube, Motzi hat ihm da auch widersprochen, ne? Nee. Nee, okay. Nee, Motzi hat ihm im Prinzip widersprochen, was das mit Martha anging, weil sie meinte, dass er ein toller Tanzpartner ist und immer auf Martha achtet und die Hebung besser ist und sie fand die Story und die Emotion gut und das hat Jorge im Prinzip auch gesagt. Was Motzi aber aufgefallen ist, dass er mit der Musik zu kämpfen hatte. Und das wiederum habe ich auch gesehen. Ich fand generell war es aber ein schöner Tanz. Ich fand es ein sehr ehrlicher Tanz. Ich hatte das Gefühl, es sind ehrliche Emotionen. Seine Aufregung war ein bisschen weiter weg, fand ich. Ich fand seine Haltung klarer und besser. Wie gesagt, ich habe, wenn ich sehen konnte von der Kameraeinstellung, habe ich Heben und Senken gesehen und ich habe gute Linien gesehen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass er halt mitgezählt hat und dass er immer wenn er dann frei war und wieder zurück in die Haltung gekommen ist, nicht gut. Er hat dann die Haltung und die Fußarbeit so ein bisschen verloren immer. Ja, ich fand auch, erstmal fand ich das Lied sehr schön. Ich fand die Version schön. Das ist mir aufgefallen. Und ich fand aber auch, das sah leicht aus. Ich fand's wirklich gut. Und ich fand auch, dass es einer von seinen besten Tänzen mit war. Fand ich auch. Also mich hat das ganze Konzept, was Martha da erstellt hat, abgeholt. Ja, mich auch total. Ich fand's sehr, sehr schön. Es war nicht so auf Außenwirkung, es war einfach, ich fand es persönlich, war ein sehr intimer Moment zwischen den beiden. Genau, ich wollte gerade sagen, die waren halt auch sehr bei sich, ne? Also, ja, und ich hätte deswegen zum Beispiel auch mehr gegeben als die Jury und hätte 8 Punkte gegeben. Ja, ich habe geschwankt. Ich habe da wirklich geschwankt zwischen 7 und 8. Ich auch. Und habe es dann nochmal auf 7 runter geändert, aber eine sehr, sehr gute 7. Ich habe dann noch kurz an die letzte Folge gedacht, wem ich da so 8 Punkte gegeben habe und wie begeistert ich da war und man ja hätte denken können, dass ich da mehr Punkte gebe. Deswegen habe ich jetzt nur 7 gegeben, aber wie gesagt, sehr, sehr gute 7. Ich fand's schön. Also die 4 Punkte verstehe ich auch nicht so ganz. Nee, ich überhaupt nicht. Die 7 Punkte bei Motzi und Roche kann ich voll mitgehen, ne? Weil ich habe ja auch zwischen 7 und 8 geschwankt. Ich glaube, ich hätte ihm wahrscheinlich eher 7 gegeben, ich fand es halt wirklich emotional sehr ehrlich und schön. So, und das war der ausschlaggebende Punkt für mich, wo ich sage, okay, technisch wäre es vielleicht eher eine 7 und tänzerisch, aber von der Darstellung fand ich es halt eine 8. Also 1 Punkt mehr. Wie gesagt, 18 Punkte insgesamt. Und eigentlich sage ich ja immer, ja, ist mehr als die Hälfte. Aber jetzt kommen wir in den Bereich, wo 18 Punkte langsam schon, also 18 ist das neue 11 oder 12 oder 13. Ne? Also ja, man muss langsam so über die 20 kommen. Ja, also 18 ist jetzt auch schon nicht mehr so gut. Ne? Also ist natürlich noch gut, nicht falsch verstehen. Aber jetzt, wir gehen so langsam in Richtung Finale und heute fliegen 2 Paare raus. Das heißt, mit 18 Punkten wäre ich da jetzt zum Beispiel nicht zufrieden gewesen und hätte, glaube ich, schon
einen Stift in der Hose. Ja, und da finde ich halt, da ist halt wieder so ein Punkt, was ich eben schon gesagt habe. Ich hatte das Gefühl, Herr Lambi weiß, jetzt gehen zwei raus. Der kriegt nur 4 Punkte, weil der, auf den kann ich verzichten. Ja, und ich wollte es eigentlich erst, ich habe es mir fürs Ende aufgeschrieben, aber ich glaube, ich sage es jetzt schon. Ich finde, das Dramatische an dieser Folge ist, dass es ja jetzt schon seit 2 Shows oder seit 3 Shows mit diesen Extrapunkten und hier noch und hier werden zusammengezählt. Es geht ja nicht mehr um den reinen Einzeltanz. Eben. Seit 2 Shows. Ja. Und das finde ich, und nächste Woche will ich noch nicht spoilern, aber es geht nächste Woche auch schon wieder nicht um die reine Einzelleistung. Deswegen fand ich es heute auch, glaube ich, die schlechteste Show, weil es wirkte halt sehr manipuliert. Naja, und am Ende zählt nicht der Einzeltanz von heute. Das ist... Zumindest nicht nur. Das ist nicht nur, und das finde ich halt schade. Mhm. Das ist dann... Ja, aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Wollen wir zu Tanz 2 kommen, wo unsere Verwirrung dann ja erstmal komplett verwirrt war. Wir hatten uns schon ausgemalt, weil Vadim und Jana hatten ja die Startnummer, also die Telefonnummer 1. Und sind als erstes reingekommen. Genau, sind als erstes reingekommen. Und demnach dachten wir, naja, die fangen an. Dann kamen Bjorn und Martha. Wir haben uns dann schon die Theorie ausgedacht, dass Vadim vom Opening nicht umgezogen war und deswegen Martha und Bjorn einspringen mussten. Aber nein, ja, es lag an letzter Woche. Oder bei Jana das Kleid nicht richtig war. Also wir haben heute sehr viel geredet zwischendurch. Ja, aber verwirrtes Reden. Ja, aber dann hat sich das ja alles aufgeklärt. Ich habe nochmal geguckt, Mensch, die Startreihenfolge letzte Woche, wie war das denn noch? Und ja, alles ist gut. Vadim und Jana tanzen eine Rumba oder eine Samba? Ich weiß es nicht. Rumba. Rumba, war ich nämlich auch verwirrt. Eine Rumba zu Can't Take My Eyes Off of You. Ja, auch schon. 100 Mal geliebt, das hört ihr. 100 Mal gehört das Lied. Ja, und hier ist so das Erste, ne? Letzte Woche hatte sie eine Samba, diese Woche eine Rumba. Naja, aber es sind 2 Lateintänze, die aber nicht im Ansatz miteinander vergleichbar sind. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Aber Wolltest du nur noch mal gemeckert haben? Mats fand ich sehr schön. Ich fand es interessant, wie analytisch Jana an die Sache rangeht. Das ist ja, dann sitzt sie da in der Hocke und guckt sich Vadims Beinarbeit an von Dichten. Ja. Und dann so und so. Und dann hatten wir das ja auch schon vor ein paar Wochen oder vorletzte Woche, dass sie sich da alles genau aufschreibt. Also Wahnsinn, wie die sich das beibringt, aber wie sie sich das versucht, oder wie sie versucht, sich das in den Kopf zu hämmern, ne? Wie das dann ist. Ja, aber ich habe mir aufgeschrieben. Spektakulär. Ich fand, es war ein unglaublich konzentriertes Training. Die beiden sind sehr, sehr connected miteinander, fand ich. Also Vadim ist immer gut mit seinen Kandidatinnen gewesen in den letzten Jahren, fand ich. KandidatInnen, muss man ja sagen, bei Vadim. Aber ich finde, die beiden haben nochmal eine besondere Connection und das Training ist sehr auf Augenhöhe. Ja, weil ich glaube, weil er merkt, dass Jana versuchen will, das auch wirklich zu verstehen. Ne? Also ja. Die steht da nicht, ach ja, jetzt muss ich hier ein, zwei Tipp und rechts und hier in der Links drehen. Nee, die will das verstehen, warum das so ist. Ne? Am besten noch die Geschichte vom Tanz oder so. Ja, ich finde aber auch, dass das nochmal ein anderes Level an Zusammenarbeit ist mit den beiden. Ja, fand ich auch. Die haben irgendwie was. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl gehabt, Jana geht in ihre Kopfphase. Nächste Woche. Ja, okay. Aber was willst du auch machen, ne? Du hast ja, wie gesagt, du hast letzte Show, du hast diese Show, die zusammenzählt, und da machst du dir ja auch Gedanken, ne? Wie soll ich das jetzt angehen, damit es, also, das ist ja, glaube ich, auch ein Druck, den du da hast. Und naja, und die Vergangenheit hat es also halt auch gezeigt. Ne? Du kannst zum oberen Mittelfeld oder sogar zu den Besten gehören. Das ist halt keine Garantie. Und sie weiß ja auch, ich glaube, sie weiß auch um ihren, in Anführungszeichen, Promi-Status. Ne? Also sie ist im Sportbereich bekannt, ja, aber
die gucken ja nicht zwangsläufig Let's Dance, die auch die NFL gucken oder Fußball gucken. Ne? Also sie muss hier ja ein ganz anderes Publikum erreichen. Ja. Schafft sie bei mir, aber das ist für sie halt auch noch eine Herausforderung. Ne? Rufen genug Leute für mich an? Bin ich bekannt genug oder bin ich es wert genug? Hört sich doof an, aber ne? Mhm. Weißt, was ich meine? Ja. Und ich glaube, das macht ihr auch. Macht auch was mit ihr. Aber ja, schönes Paar. Nach wie vor eine mit der besten Verpartnerung. Ja, finde ich auch. Und sie hat uns mit auf den Weg gegeben, als letzte Botschaft, dass das der ehrlichste und persönlichste Tanz ist. Was ich sehr merkwürdig finde bei einer Rumba, die im Prinzip Sex, rein Sex symbolisiert. Wollte sie uns was damit sagen? Naja, man könnte jetzt da rein interpretieren, dass die beiden, nein. Vadim ist glücklich in einer Beziehung, bei Jana weiß ich es nicht. Das machen wir auch nicht. So eine Spekulationen. Was haben wir heute gelernt? Herr Lambi ist der Spekulator. Nee, nicht Spekulator. Wie war denn das? Nicht Vorhersage, sondern Prognostikator. Irgendwie so. Ja, okay. Wollen wir zu den Jurypunkten kommen? Ja, bitte. 887 hat sie bekommen, 23 Punkte. Die Kritik war auch relativ gut. Mozzi hat gesagt, dass die Rumba eine der Tänze ist, die man am meisten trainieren muss, weil der halt so sinnlich ist, so langgezogene Bewegung und technisch anspruchsvoll ist. Und Jana ist es ganz gut gelungen. Und sie hatte vor allem das Gefühl, Jana hat das erste Mal richtig vorher so einen Schalter benutzt und jetzt bin ich da und jetzt performe ich, was sie gut fand. Herr Lambi hat kritisiert, dass... Obwohl ich fand, dass sie letzte Woche auch schon wirklich frei war in dem, was sie gemacht hat. Ja, aber es ist ja ein Unterschied. Jana hat trotzdem schon immer gut performt, aber es ist ein Unterschied zu einer guten Performance und wirklich sehen, dass jemand wie ein Tänzer bewusst jetzt geht die Show los. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich kann gut singen, aber es ist was anderes, sich hinzustellen und bewusst für Leute zu singen. So als Beispiel. Ja. Jorge war total verzaubert, fand es mega sexy und fand, Jana hat alles gegeben. Dann wundert mich, dass es nur 8 Punkte sind, wenn das doch alles war. Und Herr Lambi fand es rhythmisch gut, fand generell das ganz gut. Er hatte bloß das Gefühl, dass im Körper irgendwas nicht ganz stimmt, dass es nicht ganz direkt war, sondern vielleicht so ein bisschen überlegt. Und das würde ich auch so unterschreiben. Also da fand ich das Juryurteil auch sehr passend. Ja, ich hätte auch 8 Punkte gegeben. Ich hätte 7 gegeben, weil es mir ein bisschen zu sehr konzentriert und gelernt aussah. Ja, erstmal Jana sah ja wohl Hammer aus. Also beide. Frisur hätte ich gerne eine andere gehabt, nicht so dieses angeklatschte, will ich es mal nennen. Ja, sie weiß halt, was sie macht, ne? Ja, auch wenn es gelernt aussieht oder so, aber sie weiß, was sie macht. Ich fand, wie soll ich es ausdrücken? Manchmal haben mich, aber das gehört halt zu Rumba, einige Bewegungen gestört. Wo ich so nicht, weiß ich noch nicht. Gewisse, wie das. Körperbewegung, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, da steht sie einmal vor ihm. Mhm. Und geht so komisch runter. Und da habe ich so gedacht, auf was bezieht sich das jetzt im Lied? Ja, weil ich habe da kein Takt oder keine Lyrics, will ich sagen, keinen Text gehabt, wo ich so sagen könnte, ja, darauf. Und das finde ich bei der Rumba so anstrengend. Das, ja, ich finde den Slowfox, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Jetzt ist es die Rumba und da muss ich noch hinterkommen, was das bedeutet. Ja, ich finde halt, bei der Rumba hast du halt so viele Körperbewegungen, Körperisolation, Körperdrehung und Rollen und die müssen meiner Meinung nach halt aus dem Center kommen. Und das ist halt das, was dich, glaube ich, gestört hat und was mich auch gestört hat. Und was Herr Lambi meinte, dass die halt nicht geführt waren und gefühlt waren aus dem Körper, sondern nicht, der Körper bereitet sich darauf vor und aus der Mitte des Körpers beuge ich mich nach unten, sondern
die Choreo sagt, ich beug mich nach unten, deswegen mache ich das. Es war nicht vorbereitet zum Teil, fand ich. Aber trotzdem auf einem mega hohen Niveau. Total. Also Jana und Vadim haben toll getanzt. Aber das war halt der Funke, weswegen ich dann halt nur 7 Punkte gegeben habe und nicht mehr. Ja, aber wer hätte damit gerechnet bei Jana, ne? Ja, absolut, am Anfang. Das ist schon, die hat da schon echt eine wilde Fahrt hinter sich. Also Wahnsinn. Auch richtig schön mit anzusehen, die beiden. Ja, wer auch einen Megaweg bestritten hat, ist unser nächstes Paar, nämlich Alexandro und Sophia. Mit dem Jive. Ja, zu Let's Get Physical. Furchtbar schweres Lied, fand ich. Ja, ich mag das Lied im Original sehr und habe nur so gedacht, als ich das gehört habe, ich wusste das schon ein paar Tage vorher, wo ich so dachte, oh, was schwierig. Ja, vor allem für Jive. Also, ja, da kommen wir ja gleich drauf. Fangen wir mal mit was Schönem an. Die Mats. Ja, die war toll. Sophia kann halt auch witzig. Ja. Finde ich. Die ist also Hammer. Ich hab wirklich, das war eine von 3 Matzen, wo ich wirklich nur ein Grinsen im Gesicht hatte. Die ist so, ich glaube, ungewollt komisch. Fand ich schön, tolle Bilder und auch generell fand ich, war die Mats. Es waren schöne Bilder, es war schön mit Musik unterlegt. Also es war echt eine runde Sache. Alex auch ganz groß. Ja, das tolle schön. Worte ja. Und tolles Training, was er da gezeigt hat. Das Training fand ich auch sehr gut und ich finde, Sophia wirkte halt sehr frei und gelöst. Die hatte einfach Spaß. Sie verzweifelt nicht mehr, wenn was nicht klappt. Sie ist ehrgeizig und ärgert sich, ja. Aber es ist nicht, dass sie in Tränen ausbricht oder verzweifelt. Die ist echt an sich gewachsen und sieht sich jetzt auch als eine andere. Ja, und ich glaube, sie ist jetzt gerade an so einem Punkt. Sie weiß ja selber, dass sie nicht zu den Top-Tänzern gehört. Das sagt sie ja auch selber. Und sie sagt auch von Woche zu Woche oder jetzt gerade auch letzte Woche und diese Woche im Vorfeld hat sie auch gesagt, ich weiß, dass die Luft für mich eng wird, weil ich gehöre nicht zu den besten Tänzerinnen und Tänzern, die da sind. Aber mir macht das halt Spaß und ich finde, das hat man in den letzten 2, 3 Folgen auch gesehen, dass sie Spaß hat und frei ist. Ja. Und das ist auch in den Matzen, dass sie viel entspannter ans Training rangeht und finde ich auch eine tolle Frau. Ja, absolut. Magst du dir uns die Jurypunkte mitteilen für den Tanz? Ungerne. 6, 6 und 4 hat sie bekommen, 16 Punkte. Mhm. Leider nur, sag was zur Jury. Mozzi sieht eine Entwicklung und sieht Sophias Steigerung, fand die zweite Hälfte des Tanzes stärker. Sophia hat sich halt einige Male vertanzt in dem Tanz und hatte Probleme mit der Musik klarzukommen und Mozzi hat es zurückgeführt auf die Choreo, weil da immer wieder so Stopps drin waren und Sophia immer neu ansetzen musste. Herr Lambi hat auch das Musikalische sehr kritisiert, fand aber, sie war sehr präsent. Und sie hatte sehr gute Kicks, was ja eigentlich gute Technik heißt im Jive. Und Rocha meinte, sie hat halt durch diese Stops und quasi durch die Choreo die Stabilität verloren, aber trotzdem immer weitergemacht, auch wenn sie sich immer wieder vertanzt hat. Und ja, ich fand es ähnlich leider. Ich habe mich den ganzen Tanz über echt geärgert für sie, weil ich weiß, dass sie einen anderen Anspruch auch hat. Ich fand generell die Inszenierung nicht so glücklich. Ich hätte sie gerne anders gesehen. Also, keine Ahnung, ich hätte sie gerne gesehen, vielleicht so Football, Cheerleading, irgendwie sowas, was auch zum Jive passen könnte, als dieses, aber das war halt das Lied. Ja, ich fand jetzt, ich habe gemerkt, dass sie total aufgeregt war, weil sie ja schon beim ersten Takt nicht wirklich drinne war. Und ich glaube, dann ist es, ich glaube, da kannst du machen, was du willst, dann zieht sich das halt. Ich finde es schade, dass sie, wenn sie eine Drehung macht, nicht steht, sondern immer nochmal noch so einen Nachsetzer hat und Nachwackler, was einer unserer Favoriten auch hat. Ich habe nämlich da auf die Füße geachtet. Ja, ich weiß. Das fand ich wirklich schade. Ich fand es wirklich holprig, obwohl der zweite Teil dann, als sie mit Alexandro mehr zusammengetanzt hat, war wirklich besser, deutlich besser. Das hat man auch gemerkt, dass sie da wieder... Vielleicht braucht sie halt dieses geführt werden, ne? Ja, das fand ich aber von Anfang an bei ihr, dass sie als Paar besser ist. Ja, wenn man nur mal an den Walzer vom letzten Mal denkt, das ist schon... Aber wir haben ja auch festgestellt schon, dass sie eher
in den Standard gehört für uns. Als ja, und nichtsdestotrotz, ja. Ich habe nur mir aufgeschrieben nach dem Tanz, ich habe Angst. Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe leider Angst, aber man hat trotzdem gesehen, dass sie Spaß hatte. Und das absolut ist ja auch immer wichtig, ne? Also sie war aufgeregt, ja, sie hat sich vertanzt, hatte ein paar Wackler, aber sie hatte Spaß und das ist doch das, ne? Sie ist mit einem guten Gefühl reingegangen, hat leider nicht so geklappt. Also ich finde leider, es war ihr schlechtester Tanz bisher. Generell, also vielleicht die Kennenlernshow war schlechter, ne? Das kann ich jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht. Die fand ich ja damals gar nicht so schlecht. Aber von den Solo-Tänzen war es mit Abstand ihr schlechtester, meiner Meinung nach. Ja, wenn man es ehrlich betrachtet, ne? Und ja, wir mögen sie ja heiß und innig. Das ist ja unsere Gewinnerin der Herzen auf jeden Fall jetzt schon. Mhm. Die beiden. Und aber da kann man wirklich sagen, das war leider nicht gut. Und das ist ja auch nichts gegen sie oder gegen Alexandru. War halt in dem Moment vielleicht nicht ihre besten 3 Minuten an dem Abend. Nichtsdestotrotz finde ich die 4 Punkte von Herrn Lambi frech. Auch an dieser Stelle. Fand ich bei Beyond schon und hier jetzt auch. Ja, wenig, ja. Ich hätte auch 6 Punkte gegeben. Ja, ich auch. Wären diese Wackler nicht gewesen, dann wäre mir das Vertanzen vielleicht noch egal gewesen und ich hätte 7 gegeben, aber so, ich habe leider diesmal extrem auf die Beinarbeit geachtet. Und es war ja auch nichts zu übersehen. Man muss es ja auch nicht schönreden, ne? Also von daher. Nee. Und das heißt ja auch nicht, dass wir haben die ganze Zeit immer pro Sophia und Alexandru und würde ich auch immer noch tun, weil ich die beiden als Paar toll finde und ich mag Sophia total gerne. Nichtsdestotrotz war das halt leider nicht gelogen. Ja, und wenn man sich nochmal an das Outfit zurückerinnert, sie hat halt nicht mit dem Langrock getanzt. Es war kein Nebel auf der Bühne. Mhm. Also man hat ja Du hast alles gesehen, ne? Also es war ja wirklich, also sie hat sich dahingestellt und gesagt mit diesem Outfit auch, das hat sie sich ja auch nicht alleine ausgesucht, aber dieses Outfit sagt ja auch und diese Entscheidung, kein Bodennebel und so, sagt ja auch, hier Leute, das ist das, was ich mache jetzt, ohne irgendwas zu verstecken. Ja, obwohl sie also Bodennebel und, also ein Kleid und Bodennebel hätte gar nicht gepasst. Nein, aber man weiß ja auch aus Erzählungen von den Profitänzern, na, wenn es halt mit der Fußarbeit nicht so läuft, na, schießt da halt ein bisschen Nebel auf die Tanzfläche, ne? Ja, ja. Das ist ja auch so ein kleines, offenes Geheimnis. Ja, schade. Schade, sehr, sehr schade. Was da heute noch im DiscoFox-Marathon passiert bei den beiden. Kommen wir zum nächsten Paar. Valentin und hier steht leider nur Affe. An-Kathrin nicht so schnell schreiben konnte, aber man darf das ja zu ihr sagen. Also Valentin und An-Kathrin tanzen den Contemporary. Zu Am I Enough? Ja. Ich war jetzt gerade kurz davor, I am enough zu sagen, weil sie damit gespielt hat in ihrer Mats. Und Leute, eins muss ich mal sagen. Kann man nicht Contemporary aussprechen und jetzt heißt es der Contempi? Ja, verstehe ich auch nicht. Es ist doch jetzt nicht so ein schweres Wort. Nee. Man muss ja nicht Massachusetts sagen. Okay, die Mats. Ich fand die Mats richtig gut inszeniert. Ich fand den Anfang total toll, wie sie da, sie muss ja in irgendeinem Sulki gesessen haben, was auch immer. Ich fand das so schön oder im Liegefahrrad, keine Ahnung. Es war wirklich toll gemacht. Tolle Botschaften hat sie rausgeschickt. Ja, sie muss es jetzt nur noch selber glauben. Und was habe ich noch, bevor der Tanz losging? Also so einen Applaus habe ich vor einem Tanz selten gehört. Aber ich fand auch wirklich, diese Mats war so gut gemacht. Also ein Riesenlob an die Leute, die das geschnitten haben, weil man wirklich das Gefühl hatte, man taucht in ihre Gefühle und in ihre Welt schon ein. Ja, das war wirklich... Und vor allem vor halt diesem Contemporary, der ja genau damit dann spielt. Nee, das fand ich auch. Also toll hingekriegt. Dann hat sie von der Jury Punkte gekriegt. Und zwar 6, 7 und 6 Punkte. 19 Punkte. Insgesamt. Ja. Das sind die 2 meisten Punkte an dieser Stelle. Für An-Kathrin. Nee, also im Vergleich. In der Show. Für An-Kathrin die meisten und in dieser Show ist sie quasi jetzt an dieser Stelle nur hinter Jana und Vadim. Sie hat mehr Punkte als Martha und Bion und mehr Punkte als Sophia und Alexandru. Ah, okay. Ja, was soll man sagen? Mozzi steht, Mozzi gibt Standing Ovations. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht, in Anbetracht
der Leistung. An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, was vorwegnehmen, was das beschreibt. Ja. Denn das Juryurteil war ja auch trotz der ganzen Probleme, die Ann-Kathrin in ihrem Tanz dann hatte. Denn Ann-Kathrins Top, die hat einen Zweiteiler an, ist komplett aufgegangen hinten. Ja, das hatte Vadim ihr während des Einspielers Valentin. Schon. Entschuldigung, jetzt habe ich heute den Dreher. Das hatte Valentin während der Matz schon zugemacht. Das hat man unten im Bildschirm gesehen. Ja. Dann ist Valentin bei einer Hebung, Rückwärtsbewegung voll hingefallen auf dem Hintern. Hat sie natürlich mit sich gerissen, weil er sie gehalten hat komplett. Sie hat einfach sie ist aufgestanden und hat sofort einfach weitergemacht. Man muss dazu sagen, die haben nahtlos weitergemacht. Mhm. Also die waren sofort wieder in der Musik drin. Das war wirklich beeindruckend. Und Ann-Kathrin hat ja sonst so große Probleme mit in der Musik sein, aber das. Ich habe auch gedacht, oh nein, wie soll es jetzt, aber als wenn nichts gewesen wäre, als wenn es wirklich dazugehört hätte, dieser Sturz. Und dann hatte sie auch noch zwei kleine seitlich geflochtene Zöpfe, die hinten zusammen waren, die während des Tanzes ihr nach vorne über die Augen gestülpt waren und nicht mehr über den Kopf zurückgehen wollten. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das hat sie ganz zum Schluss, ist sie nach vorne gegangen und hatte diesen Zopf vor den Augen hängen. Also es war wie so ein Kranz halt nach hinten geflochten und der ist dann aber nach vorne geschwappt irgendwann und hing ihr dann halt auf der Stirn. Ja, da kann man sagen, ging es weiter mit dem Chaos in diesem Tanz. Absolut. Und deswegen hat sie trotzdem gute Kritik bekommen, weil sie hat halt immer weitergemacht. Mozzi fand es richtig gut und hat halt gesagt, gerade dieses, du machst trotzdem weiter und es ist egal, was ist, du machst weiter und du kämpfst und das finde ich toll an dir. Und ich glaube, das ist sowohl auf heute bezogen, trotz der ganzen Pannen, als auch trotz der ganzen Kritik von außen. Und anhand des Publikums, anhand der Reaktion, also das war ja heute, kann man sagen, das am Abstand meistgefeiertste Paar im Publikum, wie gesagt, vor dem Tanz ein Mega-Applaus, nach dem Tanz zur Treppe hoch nochmal. Also das war ja wirklich, war schön. Hast du noch was zur Jury zu sagen? Naja, sie haben sie eigentlich sehr gelobt. Für ihre Verhältnisse hat sie das alles toll gemacht. Herr Lampi meinte, es sei ihr bester Tanz und vor allem hat er zu ihr gesagt, hatte er das Gefühl, dass Standard und Latein, also halt die Paartänze, sie in irgendwas reinzwängen, was sie blockiert anscheinend. Denn jetzt im Contemporary, wo sie alles frei machen konnte, war sie super gut. Und das fand ich auch. Ich fand, sie war top in der Musik. Sie hatte einen Hammer-Ausdruck, richtig gut. Und auch ich fand die Paarelemente in dem Contemporary richtig gut. Aber es wird ja jetzt nicht die nächsten Shows nur den Contemporary für sie geben. Ich finde schon. Das Nein, natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Ja, ich fand, also mir hat es auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich generell die ganzen Hebungen, schon die erste. Und da, finde ich, hat man gesehen, was für eine Körperspannung sie hat, schon in der ersten, wo sie die Beine ausgestreckt hat. Mhm. Dann natürlich, wo Valentin sie getragen hat und sie dann in der Luft gelaufen ist. Ich fand ihren Ausdruck richtig stark, aber ich glaube, sie hat es auch extrem gefühlt. Fand auch schön, das hatte ich bei der Matz noch vergessen, dass sie ja ganz viel an der Choreo mitgearbeitet hat, ne? Dass Valentin ja ganz oft gefragt hat, was würdest du jetzt machen wollen? Oder wie soll das jetzt, was für ein Bild willst du jetzt mit mir darstellen? Fand ich toll von ihm. Ist auch mal eine Entscheidung, die man so selten sieht eigentlich. Eigentlich eher in den Magic Moments, dass man da mit dem Promi so zusammenarbeitet, aber fand ich schön, dass er das jetzt gemacht hat. Und ich fand auch, muss ich Herrn Lambi recht geben, dass das ihr bester Tanz war, weil er halt auch so ehrlich war, ne? Ja, ich fand's auch toll. Ich fand's richtig toll und ich hätte deswegen auch 8 Punkte gegeben. Die hätte ich auch gegeben. Und diesmal ohne Mitleidspunkt und ohne sonst was. Ich fand's richtig, richtig gut. Ja, und wie gesagt, das mit dem Hinfallen, das hatte ich bei Massimo und Lulu ja schon gesagt, wo sie die Hebung nicht hinbekommen haben, ja, das passiert halt. Ja. Das ist ja aber eine Hebung ist ja kein Element, was du bewertest. Im Standard, im Latein oder jetzt auch im Contemporary schon ein bisschen, aber okay, Valentin ist halt hingefallen. Also von daher, da konnte sie ja jetzt auch nichts für, ne? Wenn man es dann mal so betrachtet, dass der Promi ja bewertet wird, war nun mal der Profitänzer, der hingefallen ist, was aber auch völlig, so ist es halt. Und sie hat ja auch von der Jury ganz gute Punkte bekommen. Ja, und ich glaube wirklich, ihr großer Pluspunkt war, dass sie sofort wieder reingekommen ist. Mhm. Das war wirklich, wie gesagt, da war ich auch die Zähne zusammengebissen und gedacht, oh nein. Und dann auf einmal, ja okay, war halt so.
War halt genau dieser kleine Zeitabschnitt, den sie wahrscheinlich sowieso gebraucht hätten für irgendwas anderes dann. Ja. Es war echt, war toll. Toll, toll, toll. Unser nächstes Tanzpaar. Malika und Gabriel tanzen eine Samba. Zu Further Up. Die beiden hatten auch eine ganz gute Matz. Ich fand, die waren wie ehrliche Freunde miteinander. So. Trotzdem gutes Training, immer ein bisschen Witz reingestreut, da mit dem Kampfstock und so. Du musst mir nur einen Stock geben und ich bin glücklich. Ich finde bei den beiden halt, das ist so, also die Matzen von den beiden sind halt so erfrischend, wie die miteinander umgehen. Ne? Das ist nicht so, das ist nicht, das habe ich ja letztens schon gesagt, ne? Nicht so viel Bussi hier, Bussi da und hier nochmal irgendwie und da nochmal irgendwie eine Umarmung, sondern das ist so ein erfrischendes Lehrer-Schüler-Verhältnis, finde ich. Ne, ich finde aber mittlerweile ist es auch ein Tick mehr. Also gerade an der Stelle, wo er meinte, du hast mir versprochen, wir gehen während der Staffel nochmal eine Party machen. Wo Malika dann so Pflichtbewusstsein, hallo, können wir nicht so, wir müssen hier ja trainieren und ein gutes Dings machen. Und er halt eher so freundschaftlich damit halt umgegangen. Wieso, wir können doch trotzdem was trinken gehen. Wir trainieren ja trotzdem hart. Und das tun sie ja auch trotzdem. Auch wenn sie mal einen Scherz zwischendurch machen und Quatsch machen. Ja, aber nee, auch wirklich eine Bombenverpartnerung. Ja. Ja, hartes Training. Ja, Gabriel ist halt ein geiler Typ, ne? Also, ich weiß gar nicht, ich finde da kaum Worte, weil ich finde den so cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den, und wir hatten da jetzt ja schon ein paar Kellys auf der Bühne stehen, dass das mal ein Kelly ist, der nach lange mal wieder, der so herrlich, erfrischend, ehrlich ist und nicht so dieses typische, ich will nicht sagen verschrobene Kelly-Bild wiedergibt, aber halt doch ein anderes erfrischendes Bild. Ne? Wollen wir zur Jury kommen? 21 Punkte insgesamt, dreimal die 7. Relativ durchschnittlich halt die Punkte, ne? Also für Gabriel ziemlich schlecht. Ja, aber habe ich aber auch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Die schlechte Punktzahl? Ja. Nehme ich nicht. Echt? Also ich hätte mehr gegeben, ich hätte 8 gegeben, aber Roche meinte, es war eine tolle Show und eine super Choreo, aber er hat halt, und Samba, wenn man sagen kann, Roche hat Ahnung von einem Tanz, dann ist es wahrscheinlich am ehesten Samba. Und er hat schwierige Momente gesehen und das gerade bei den Samba-Elementen, Gabriel hatte eine Samba-Roll und sowas alles drin. Und das fand ich auch nicht so gut, wie ich das von Gabriel gewohnt war. Ich hatte das Gefühl, er hat so ein bisschen Nerven gezeigt. Vielleicht lag es daran, dass er seinen Papa da hatte heute. Ich fand es auch nicht so fantastisch. Hättest du denn gegeben? Ich hätte 8 gegeben. Okay. Ich hätte 9 gegeben. Ich fand den Anfang richtig stark, aber ich hatte dann das Gefühl, er hat irgendwann das Tempo verloren und die Kraft verloren über die Zeit. Und deswegen bin ich runtergerutscht. Das hatte ich zwischendurch auch, das Gefühl. Aber ich habe, für mich sah es so aus, als wenn er sich wieder gefangen hat. Ich fand seine Arme und Hände fantastisch. Ja, Arme und Oberkörper fand ich auch toll. So, ja, ich habe es schon öfter gesagt, aber so selbstverständlich, ne? Das ist so, der macht sich da keine Gedanken. Ich fand auch das Licht war mega. Die ganze Szene war toll. Ja. Musik und Licht und auch die Outfits von den beiden. Ja, es war wirklich bombastisch. Also fand ich. Ich habe mir die Lichtsäulen im Hintergrund noch ein bisschen angeguckt. Fand ich richtig gut. Ja. Ja, sahen beide heiß aus. Also mir hat der Tanz total Spaß gemacht. Und ja, mit dem Juryurteil weiß ich nicht, ob sie das so gerne sehen, dass er gut ist. Aber gut, du fandst das jetzt ja auch nicht so gut. Aber ich hatte halt einfach das Gefühl, und das hat die Jury quasi auch gesagt, dass er am Anfang mega draufgehauen hat. Herr Lambi meinte, er war so ein bisschen drüber an einigen Stellen und dadurch ist er dann rausgekommen. Und ich fand halt auch, also ich fand obenrum ganz den direkten Anfang fand ich mega krass an der Bar und dann sind ja die Mädels zu ihm gekommen, zu den Jungs und das fand ich alles mega, mega gut. Und da hätte ich garantiert 9, wenn das auf dem Niveau geblieben wäre, vielleicht sogar 10 rausgehauen. Aber ich fand es dann sehr abschlafend und gerade die Samba-Roll und die Hüftaktion und so fand ich nicht so gut. Nicht schlecht, aber halt auch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal bei Gabriel gesagt haben, was er für ein Tänzer ist. Ich glaube nämlich nicht. Kann sein, dass wir gar nichts gesagt haben. Aber ich glaube, ich finde ihn
im Standard auch besser. Ich glaube, ich finde ihn einfach in langsamen Tänzen besser. Obwohl, der Tango war ja auch richtig geil, ne? Ist ja auch Latein. Nee, Tango ist Standard. Und zum nächsten Paar kommen. Ekat und Detlef tanzen. Was tanzen sie eigentlich? Eine Rumba. So Ain't No Sunshine. Rumba. Die Mats. So, Mats habe ich nicht so wahnsinnig viel. Ich finde die Mats, ich fand die Chemie zwischen dem besser als sonst. Es war halt nicht so dieses klassische Detlef kann nix und Ekat verdreht die Augen. Ja, das ist weniger geworden. Ich fand nur die Frage, eine Rumba ist langsam, oder? Ich ja. So dachte, ernsthaft jetzt? Also, das weiß ich ja sogar, dass eine Rumba ein langsamer Tanz ist. Boah, schwierig. Ich fand aber generell war es ein gutes Training. Es war mehr wie ja. Bei Katrin, dieses konzentrierte Training auf Augenhöhe. Ich muss noch mal ganz kurz zu der Frage zurückkommen. Er ist ja nicht nur, also er ist ja Choreograf. Ja. Also ich muss doch dann wissen, ich muss die Tänze jetzt nicht alle perfekt können. Sehen wir ja auch. Aber ich muss doch wissen, dass eine Rumba langsam ist. Ja, finde ich auch. Entweder ist das gespielt oder schon wieder versucht, in die Rolle da zu drücken. Ich glaube, es war inszeniert. Aber ja. Ansonsten, ich habe dich mal wieder unterbrochen. Nee, alles gut. Ich habe ja gar nichts mehr zur Mats. Also ich wäre da durch. Ich fand aber, ich hatte nach der Mats ein besseres Gefühl für die beiden und war da, sage ich mal, euphorischer. Nein, nicht euphorischer. Aber ich war nicht genervt. Also es war eine gute Mats. Ja, genervt war ich jetzt auch nicht. Nicht wie ein paar anderen Matzen. Mich halt nur die Frage verwirrt. Ja. So passt das. Also zieht sich ja so durch mit der Verwirrung in dieser Show. von der Jury hat er bekommen 8, 8 und 10. 26 Punkte. Da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, die haben, das war abgesprochen. No way, Jose, habe ich hier stehen. Nein, und ich finde, das ist da hinterm Jurypult alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen bei der Kritikrunde. Kannst du? Nein. Also, ja. Weiß ich nicht. Also bei Mozzi hat halt ganz klar gesagt, das war richtig toll bis zu den Knien. Die Fußarbeit, also die Füße wären etwas, was sie kritisieren würde. Sie hat aber nicht gesagt, genau was sie kritisieren würde an den Füßen. Und er hat so ein paar Körperbewegungen, die typisch Detlef sind und die sie noch nie in der Rumba gesehen hat. Und deswegen war irgendwie, finde ich, ihre Punkte sehr plausibel. Also 8 Punkte finde ich sehr plausibel dafür, dass sie einige Kritikpunkte gesagt hat, aber trotzdem gesagt hat, es war eine tolle Rumba. Roche hat einfach nur toll, toll und Detlef hat dominiert gesagt quasi, aber das ist ja eh immer so ein bisschen random, was er sagt und dann für Punkte gibt manchmal. Und ja. Herr Lampi war mega begeistert, Sex pur, so muss eine Rumba sein. Alles rausgeholt. Er war nicht dran, sondern er war drin. Ja, okay. Hat er, glaube ich, dreimal gesagt. Ja, okay. Was will er mir damit sagen? Dann weiß ich, was du meinst mit aus dem Ruder laufen, das stimmt. Dann hat Roche noch seine Banane ausgepackt und Lambi die hingehalten. Ja, ich werde den Hype nicht mehr verstehen, weil ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich auf die Füße geguckt und ich habe so versucht zu gucken, dass ich die Köpfe von den beiden nicht sehe. Ich habe wirklich mich konzentriert. Mir ist als erstes natürlich aufgefallen, Bodennebel. Wo ich schon dachte, oh. Und ich muss sagen, auch bei ihm, wenn er sich gedreht hat, hat er ganz oft nochmal angesetzt, um sich richtig hinzustellen. Und er hat immer so, also er hat gewackelt und hat das immer vorne an den Fußspitzen gesehen. Ja, ich fand seine Füße auch nicht perfekt. Aber ich fand, es war wirklich, also ich bin nicht so der Rumba-Fan, aber es war eine der besten Rumbas, die ich gesehen habe. Ich fand sie richtig gut. Ich fand die Energie toll, ich fand die Spannung toll. Ich fand seinen Oberkörper richtig gut von der Bewegung, seine Arme fantastisch. Sein Ausdruck war deutlich besser als sonst, also reduzierter. Ich fand den Anfang so sehr hart. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Ja, aber eine Rumba kann auch hart sein. Es geht in der Rumba eigentlich darum, diesen Wechsel zu haben, auch zwischen hart und dann wieder ganz weich. Ja, mich hat das Harte hat mir nicht gefallen. Ja, ist ja auch. Ja. Kunstform ist Geschmackssache. Ja, genau. Aber ich hätte 9 Punkte gegeben. Kommen wir zum nächsten Tanz. Nee. Du hättest wahrscheinlich 5 gegeben. Nein, ich hätte 6 gegeben. Ja, aber da spielt wirklich viel deine persönliche Meinung rein.
Naja, aber wenn ich nach einer Drehung dann auch nochmal ansetze zum richtig Stehen, das wird bei anderen auch kritisiert. Ja, aber 6 Punkte sind schon das Niedrigste, was wir haben in dieser Show momentan. Und so schlecht ist er nicht. Vielleicht nervt mich auch nur der ganze Hype. Ist egal. Lass uns weitermachen. Tanz 7. Massimo und Lulu tanzen einen Jive. Zu. Zu Hit the Road Jack. Die Mats fand ich sehr schön. Ich fand total schön, Lulu auf der Gefühlsebene kennenzulernen. Dass ja. sie wirklich gesagt hat, es hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, als mir gesagt wurde, letzte Woche, ich wäre nicht weiter gewesen. Das fand ich, es ist natürlich kein schönes Gefühl, das will ich damit nicht sagen, aber es fand ich schön, dass sie uns da so einen kleinen Einblick gegeben hat und ich fand auch Massimo total toll in der Mats. Ja, genau das ist der Massimo, den ich mag, als sie da auf dem Boden saßen und sehr einfühlsam und nicht gleich, ja komm, vergessen wir, das war jetzt vorgestern, jetzt geht's in die nächste Woche, nee, sondern er setzt sich dahin und sagt, Mensch, was war mit dir los? Was ist da passiert? Und das fand ich eine ganz tolle Situation. Ja, kann man so sagen. Ich fand das schön. Ja. Das fand ich wirklich toll. Ja, es war sehr warmherzig, sehr ehrlich und schön einfach, nett. Schöne Mats, auch viel Training wieder und... Ja, das sage ich gleich, wenn wir zum Tanz kommen. Ja. Jurypunkte. 27 hat sie bekommen. 9, 9 und 9. Was hat die Jury denn gesagt? Roche hat gesagt, tolle Show. Mozzi hat gesagt, gut. Ich fand aber, sie hat das sehr, sehr schnell alles gesagt. So, das war gut, das war gut, jetzt Herr Lambi. Es wirkte auf mich so, als wäre sie nicht so into it. Aber die Punkte haben dann ja trotzdem für sie gesprochen. Und Herr Lambi hat auch eigentlich nur gesagt, dass er alles gut fand. Ja, ich dachte nämlich auch, dass Mozzi das so schnell abgetan hat. Okay. Was wären das jetzt für Punkte? Aber gut, haben wir uns getäuscht. Ich fand den Tanz furchtbar. Also nein, nicht furchtbar. Nein, nicht furchtbar. Das war übertrieben. Ich fand die Mats ja wirklich gut und dachte, okay, ja, vielleicht kriegen die mich jetzt, aber nee. Ich fand den Tanz überhaupt nicht. Es hat mich nicht berührt. Ich fand es sehr langsam, was aber auch an dem Lied liegen kann. Ja, das Lied fand ich auch überhaupt nicht passend für einen Jive. Ich weiß nicht, ich kam nicht da rein. Sie hatte einen guten Ausdruck, aber es war halt so dieser klassische Lulu. Ich fand sie aber auch ein bisschen zu langsam und zu lahm im Vergleich zu Massimo. Ja, aber erstmal möchte ich nochmal das Licht loben und die Tanzfläche da eingeleuchtet haben. Das war toll, ja. Es sah wirklich richtig cool aus. Mhm. Mich haben erst die zwei Tänzer im Hintergrund verwirrt, weil ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll, weil ich mir natürlich dann auch immer gerne die Background-Tänzer angucke, wenn mal welche da sind. Waren mir allerdings ein Tick zu lange da, weil ich mich doch sehr auf die konzentriert habe. Und ich glaube, bei Lulu ist das, und das ist mir jetzt aufgefallen, die hat den Eva-Pattberg-Syndrom. Die hat nämlich sehr lange Beine. Und ich glaube, dadurch sieht es halt alles noch mal ein bisschen langsamer aus. Ich fand nämlich auch, dass es langsam aussah und nicht wirklich ausgetanzt. Ja, und nicht so energetisch. Und sie war... Das sind ihre Beine. Ja, dadurch wirkt es vielleicht so, aber sie war in vielen Teilen des Tanzes hinter Massimo. Massimo hat gekickt und sie hat einen Bruchteil einer Sekunde, eines Momentes danach gekickt. Sie war halt schluffiger als er. Das kann an ihrer Körperspannung und so liegen, aber das ist dann nicht nur meine Wahrnehmung, sondern es ist tatsächlich so. Ja, und da können wir gerne vergleichen, weil die Kicks hat Sophia viel, viel besser gemacht. Fand ich auch. Da war viel mehr Bums drin. Ich fand aber auch Lulus Ausdruck, also von den Knien aufwärts, fand den Ausdruck von ihr total gut. Outfits fand ich geil, ja, aber es sah halt alles ein bisschen langsam und... Ja, mich hat sie überhaupt nicht abgeholt. Ja, und ja, sie hat sich nicht vertanzt. Sie hat sich nicht so viel vertanzt wie Sophia, aber ich fand es nicht besser als Sophia. Ich fand jetzt 27 Punkte auch sehr... Naja, sie hat ja letzte Woche gesagt bekommen, was die Jury geschockt hat anscheinend, dass sie rausgeflogen wäre, wegen zu wenig Anrufen. Was macht man dagegen? Man gibt ihr noch einen noch höheren Platz. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie rausfliegt, geringer ist. Wir machen hier für ganz schön viel Verschwörungstheorien auf in dieser Staffel. Ja, ich bin auch gerade genervt davon. Ja. Du weißt ja, wie es mir geht bei anderen Tänzern. Ja, weiß ich.
Ich hätte 6 Punkte gegeben. Ich auch. Und nicht 9. Nee, also die 9 habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also wäre es jetzt 3x8 gewesen, da hätte ich noch mit leben können. Naja, oder und guck mal. 2x8, 1x7, aber die 9 habe ich jetzt auch nicht gesehen. Und gerade wenn ein Herr Lambi auch immer auf die Kicks und auf die Fußarbeit achtet, so doll, hätte er schon sehen müssen, dass die Kicks bei Sophia besser waren. Hat er ja auch. Er hat Sophia für die Kicks gelobt. Trotzdem ja, hat sie nur 6 Punkte gekriegt. Vier. Dann hätte er hier jetzt auch Abstriche machen müssen. Ja, sehe ich auch so. Aber naja, ich wollte da nur kurz zu sagen, dass ja, ich bin kein großer Lulu-Fan, aber ich bin auch kein Detlef-Fan. Trotzdem habe ich ihm 9 Punkte gegeben. Ich bin ein Sophia-Fan und ich hätte ihr auch trotzdem nur 6 Punkte gegeben, so wie jetzt Lulu. Mich hat's einfach überhaupt nicht abgeholt. Und das kann wirklich am Lied gelegen haben und vielleicht auch ein bisschen an nicht ganz so viel Sympathie. Und aber du bist ein großer Massimo-Fan. Ja, das stimmt. Ja, also da kann man ja auch sagen, da hättest du jetzt ja auch sagen können, nee, die ist total toll. Ja, ja, aber so unterschiedlich ist das eben. Trotzdem ist Lulu ein toller Mensch. Trotzdem ist Lulu ein toller Mensch, genau. Und sie gibt sich Mühe und sie macht und tut. Das kann man nicht anders sagen. Wollen wir zum nächsten Paar kommen? Ja, sehr gerne. Katrin und Marc tanzen den Charleston. 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 Zu Step in Time aus Mary Poppins. Ja, und ich habe Katrin ja schon den ganzen Abend in diesem Outfit gesehen und habe gedacht, oh bitte nicht schon wieder Mary Poppins. Zum Glück war es ja nicht das typische Mary Poppins Lied. Ja, pro Mats eigentlich könntest du da jede Woche die gleiche Mats abspielen, finde ich. Ja, sehr, sehr ähnlich. Also ich lerne Marc nicht kennen dadurch. Er ist da, er macht eine gute Show, aber ich glaube, der will gar nicht so viel von sich preisgeben. Aber vielleicht ist er auch einfach so. Na, ich glaube, der ist Profi genug, dass er sagt, nee, Leute, ich bin hier fürs Tanzen und nicht hier, um meine Privatgeschichten öffentlich zu machen. Kann sein, ja. So, das vermisse ich als Zuschauer natürlich, weil wie gesagt, bei Lulu fand ich es jetzt total schön, das hat sie mir ein Stück näher gebracht. Ja. Dadurch habe ich vielleicht den Tanz auch ein bisschen anders gesehen, bei dir hat es jetzt nicht so geklappt, aber gut. Wir haben am Ende trotzdem die gleiche Punktzahl gegeben für den Tanz. Was mir aber aufgefallen ist in der Mats bei Marc, ist, ich hatte das Gefühl, er kommt körperlich an seine Grenzen. Er hat ja nun schon die ganze Zeit seine Handbandage an. Und du hast es als erstes gesagt. Ja. Ja, ich glaube. Und er hinkt ganz oft im Training zwischendurch. Ich glaube, es ist wirklich körperlich anstrengend für ihn und er ist ja kein unfitter Mann, auch wenn er schon was älter ist. Ja, und wenn du dir mal Bilder aus der Kennenlernshow anguckst, und das ist ja bei jedem so, ich meine, bestes Beispiel, wieder brauchst du dir eine Sophia anzugucken, was das mit dir macht, ne? Oder denk mal an vergangene Staffeln hier in Titi Mierendorf oder damals der aus der Lindenstraße. Also dieses tägliche Tanzen macht ja was mit deinem Körper, ne? Das ist ja schon bei ihm halt auch, ne? Sieht halt, wenn du älter bist, dann nicht mehr so gut aus. Da denkst du eher, oh Gott, was ist mit ihm los, als irgendwie, ja, guck mal, hier, cool. Hier noch abgenommen, da irgendwie anders definiert. Bei so älteren Leuten denkst du dann, oh mein Gott, ist der krank? Ist die krank? Stimmt. Ja, aber das habe ich auch gemerkt, dass er da so ein bisschen Grenzerfahrung macht. Also es war aber zumindest mein Gefühl. Hat er auch gesagt, ne, das ist so das Härteste, was er in seiner Karriere macht. Und das nehme ich ihm durchaus ab. Er ist aber bereit, das zu geben, denn Let's Dance ist für ihn die letzte deutsche große Abendshow. Ja, Samstagabendshow, die auf dem Freitag läuft, fand ich auch sehr gut. Ja, aber es stimmt ja auch. Ja, und er sagt ja auch, und er hat ja auch gesagt, aber ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Ja. Und ich zieh das jetzt durch. Und das finde ich halt auch gut, ne? Dass er da nicht resigniert. Und es hat sich ja diese Woche für ihn gelohnt. Ja, die Jury hat ihn nur gelobt. Ja, und hat 30 dann Punkte auch hat er gekriegt. Genau. Von wem er welche gekriegt hat, könnt ihr euch jetzt selber ausmalen. Also die Jury hat wirklich ihn nur gelobt. Mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, und er hat es selber alles nicht verstanden. Nee, er war total, hä? Vor allem ja, die 30 also, Punkte dann. Fang mal wieder. Das Lied fand ich jetzt, das hat mich eher genervt. Ich fand das eine komische Songauswahl, weil es immer wieder das Gleiche war. Ich fand aber die Bühne sehr schön, das Szenenbild. Fand ich ganz toll. Fand ich auch gut. Ich fand auch die Choreo und die Inszenierung gut. War alles wirklich, und man hat ja gehört, dass es auf Katrin zurückzuführen. Also da hat Katrin echt einen verdammt guten Job gemacht. Also echt toll. Zusätzlich hatten die beiden so ein bisschen erschwerte Bedingungen. Oh ja, stimmt. Die Verwirrung ging weiter.
einige Zeit ging das Chaos weiter und das Licht war komplett ausgefallen. Deswegen gab es so Zwischenmoderation von Daniel, der erst mit der Jury und dann mit Marc noch geredet hat. Und das ist natürlich, das macht es härter. Du musst ja diese Spannung halten. Und ich persönlich hatte dann, als dann gefühlt nach 10, 15 Minuten das Licht wieder stimmte, ich hatte das Gefühl, er hatte Probleme reinzukommen in den Tanz. Ich fand ihn ein bisschen unterspannt, ein bisschen schlaff. Ab der zweiten Hälfte fand ich es dann richtig gut. Und choreografisch waren mir für einen Charleston zu wenig Swivels drin, also diese bekannten Fußschritte. Und die, die ich von ihm gesehen habe, fand ich nicht so gut. Die war nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Nicht 10 Punkte gut. Deswegen hätte ich auch nur 8 gegeben. Ja, ich hätte auch 8 gegeben. Für diese Bühne habe ich ja schon gesagt, alles richtig geil, Lied nervig. Mir war das Lied zum Anfang zu langsam. Dann habe ich aber gemerkt, es wird ein bisschen schneller. Es hat mehr Tempo aufgenommen von, weiß nicht, vom das nennt im Musical, von Refrain zu Refrain, keine Ahnung. Es war ja eigentlich immer nur, waren ja immer nur 3 Sätze, die gesungen wurden, die ganze Zeit. Hab's dann wieder durchgestrichen, dass mir das Lied zu langsam war. Aber mir wurde es dann doch nicht schnell genug. Also, wie gesagt, die Liedauswahl fand ich komisch. Was ihm natürlich in dem ganzen Schauspiel da zugute kam, ist natürlich, dass er Schauspieler ist. Und er hat da halt eine Rolle gespielt. Und das war halt, glaube ich, der große, große Pluspunkt in dieser ganzen Inszenierung. Ja. Es war halt für die Jury anscheinend sehr großes Entertainment. Ja, ich fand's jetzt auch, ich fand's total gut und ich, wie gesagt, ich fand ihn wirklich gut, aber so 1-2 Sachen waren dann doch, die ich nicht so gut fand und deswegen 8 Punkte, aber ja. Ich gönn ihm das, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, wo kommt das auf einmal her, ne? Also das ging ja gefühlt letzte Woche los mit Ekat und dem Paso, den ich ja auch schon fantastisch fand. Und jetzt diese Leistung, also doch, da kann er wirklich stolz auf sich sein, zu Recht. Und es war mal schön, ihn sprachlos zu sehen, weil er ja wirklich nicht wusste, was passiert hier gerade, wieso bekomme ich jetzt 30 Punkte? Und das habe ich ihm auch wirklich abgenommen. Hätte ich, wenn ich Produzent wäre, tatsächlich ans Ende gesetzt, diesen Tanz. Ich auch. Das wäre ein schöner Abschluss gewesen, aber vielleicht hat man gedacht, okay, Marc muss gleich noch den Disco Fox Marathon tanzen, da können wir ihn nicht jetzt schon... auspowern. Jetzt schon so für Ausgaben, genau. Ja, und zum Schluss. Letzten Tanz des Abends, genau. Oder wolltest du jetzt noch zum Schluss? Nein. Anastasia und Toni tanzen den zweiten Contemporary des Abends. Zu 7 Years. Ja, schönes sehr Lied. Schönes Lied. Sehr, sehr schönes Lied. Die Mats fand ich wieder sehr herzlich. Ja, herzlich witzig. Ja, und man hätte ja jetzt denken können, dass es wieder um seine Krankheit geht. Aber nein, finde ich schön, dass er nicht darauf reduziert wird, auch bei sowas nicht, beim Contemporary. Das stimmt. Er hat ja sogar offenes Hemd getragen und man hat das hat Ach ja so, ich bin noch, bin das ja noch gesehen. Ja, alles auch, gut. Auch in der Matz? Nee, in der Matz nicht. Ja. Aber es spielt ja damit rein. Was mir hängen geblieben ist, ich habe hässliche Füße. Ich kann nicht barfuß tanzen. Fand ich ganz lustig. Kann ich auch voll verstehen, obwohl die meisten Tänzer keine wunderschönen Füße haben. Es gab viel Witz, aber ich fand zwischendurch gerade mit dem Fotoalbum und so, hat man auch gemerkt, dass da Tiefgrund ist bei ihm. War alles auch sehr ehrlich, was da passiert ist. Ja. Fand ich auch sehr schön. Die Jurypunkte? 6, 7, 6, 19 Punkte. Auch wieder eine Bewertung, die ich so nicht gesehen habe. Doch, ich schon. Was gelobt wurde, war die Synchronität der beiden. Ja. Und dass er sehr sauber ist, das wird ja immer bei ihm, er ist ein sehr sauberer Tänzer. Und die beiden sind halt einfach sehr gut aufeinander abgestimmt als Paar. Und ja, die war auch wirklich gut, die Synchronität. Ja, ich fand die wirklich grandios. Also, ja. Und dabei, das haben die schon mal in 1-2 Tänzen gehabt, dass wenn die nicht als Paar getanzt haben, dass die wirklich auf dem Punkt synchron tanzen können. Das können sie. Nicht zusammen tanzen. Das ist wirklich beeindruckend. Was aber Tonis Manko ist, sind die Übergänge. Und das wurde die letzten Male schon kritisiert und jetzt wieder, dass er halt immer Momente hat, wo er kurz einfach steht und wartet auf den nächsten Einsatz. Ja. Er hält nicht die Spannung komplett. Und ich fand, und die Jury hat das auch kritisiert, der Ausdruck war heute nicht so gut. Ich hatte das Gefühl,
das Lied hat ihn nicht wirklich, oder die Inszenierung des Liedes hat ihn nicht wirklich berührt. Es war nicht wirklich er dahinter. Ich wollte gerade sagen, die Inszenierung fand diese Kinosessel und so, fand ich jetzt auch irgendwie nicht. Ich fand dabei cool, dass er mit offenem Hemd getanzt hat. Ja. Dass er gezeigt hat, hier, ne, das bin ich. So sieht es aus, wenn ich halt oberkörperfrei bin. Mhm. Und auch natürlich für die Leute oder für die Menschen, die das auch haben, das gezeigt wurde, hier, ihr müsst es nicht verstecken. Das ist halt ein Teil von euch. Und das ist so. Es wurde aber nicht thematisiert und das finde ich gut. Ne? Das ist halt so. Ganz normal. Ja, Lied war geil. Ich finde halt, also ich hätte ihm 7 Punkte gegeben. Auch nur. Ähnlich also wie die Jury. Ich hätte 8 gegeben. Ja, ich fand halt, er hat, was ich ja bei Toni mag, er hat immer so Momente, wo er total schöne Körperlinien hat, wenn er da so die Sprünge gemacht hat und so und seine Arme. Fand ich schön, aber mir war es zu wenig nach außen transportiert für einen Contemporary, der ja darum geht, ein Gefühl wirklich zu vermitteln und zu fühlen. Und für mich war es schön getanzt, aber nicht gefühlt. Ja, in einigen Stellen. Für mich war halt die Synchronität ausschlaggebend, die du nicht bei jedem Paar im Contemporary hast. Das kann ich verstehen. Das fand ich halt sehr beeindruckend. Da hatten sie mich mit. Ich mag das ja, wenn Tänzer synchron tanzen können. Kann ich gut verstehen. Aus gewissen Umständen mag ich das ja. Ja, aber auch trotzdem ja für mich auch eine Punktzahl, die ich mir nicht erklären kann. Ja, die Insgesamtpunktzahl finde ich auch sehr niedrig, aber ich hätte halt auch nur 7 Punkte gegeben. Damit haben wir alle Einzeltänze durch. Bevor wir zum Disco Fox Marathon kommen, mal einen kurzen Zwischenstand. Und zwar, damit es jetzt nicht zu wirr wird für alle, die Wertung aus Show 6 und jetzt diesem Tanz zusammen in einer Punktzahl. Das wäre jetzt die aktuelle Reihenfolge. Das heißt, mit den beiden Shows, mit den beiden Einzeltänzen, wären jetzt Marc und Katrin auf dem 1. Platz, Detlef und Ekat auf dem 2. Dann kommen Lulu und Massimo, Jana und Vadim, Gabriel und Malika, Toni und Anastasia, Sophia und Alexandru, Björn und Martha und das Schlusslicht an Katrin und Valentin. Ja. Das heißt, jetzt kommt der spannende Teil. Ich weiß es noch nicht. Lass uns über den Disco Fox Marathon reden. Erste Frage, brauchen wir den? Also so wie er bei Let's Dance gemacht wird, nein. Ich finde aber, Disco Fox ist gerade im deutschen Bereich einer der Tänze, die jeder irgendwie, nein, nicht jeder, aber den viele zumindest früher kannten und gemacht haben und man tanzt den auf Hochzeiten und das ist, glaube ich, der Tanz, der halt am ehesten einen Bezug hat zu den Zuschauern. Man könnte halt einfach vernünftige Lieder und bis zu einem gewissen Zeitpunkt waren die auch relativ okay, bis Laila kam. Wenn man den anders aufziehen würde, fände ich das gut, weil ich finde eigentlich, Disco Fox ist im deutschen Kulturraum schon ein wichtiger Tanz. Ja, ich habe mir ja die Liedauswahl im Vorfeld mal angeguckt, für die man hätte voten können. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche Lieder heute Abend gelaufen sind, aber ich fand noch am ansprechendsten hier Vicky Leandros, Ich liebe das Leben. Nee, ich liebe das, ich weiß nicht, wie es heißt. Und was mich gewundert hat, dass das hier Atemlos von Helene Fischer und Shirin David nicht gewotet wurde. Das ist ja gar nicht gelaufen. Oder habe ich das nicht gehört, weil ich so konzentriert war? Das weiß ich nicht. Nee, Shirin David habe ich auch nicht gehört. Ich konnte zumindest die Lieder bis zum gewissen Punkt ausblenden. Ich kann dir nicht mehr sagen, außer dieses furchtbare Victoria-Lied. Und ich finde, es sind zu viele Paare. Also als Zuschauer vorm Fernseher kriegst du es ja gar nicht alles eingefangen. Wo ich aber auch sagen muss, so wie die Paare gestartet sind, hatten einige schon einen sehr großen Vorteil, wo sie platziert wurden. Naja, auf der Empore hinten, ganz oben auf der Treppe. Und ich fand es halt auch sehr willkürlich. Ich fand nicht, dass da jetzt unbedingt meine Ansicht, ich fand, es wurde nach Sympathie, Antipathie rausgeschmissen, nach Liebling, nach Nicht-Liebling. Ich hätte dir von vornherein sagen können, wer die letzten 3 Paare auf der Tanzfläche sind. Ja, wenn ich gewusst hätte, wonach sie das bewerten, dann ja, gebe ich dir recht. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass man Lulu hochpushen will. Weil ja, ich habe auch. Ja. Man wollte ihr die 10 Punkte nochmal extra geben, damit sie einen möglichst hohen Platz am Ende hat, damit sie halt nicht rausfliegt, weil sie ja gehandelt wird als die beste Frau. Ich gönne das Lulu vom ganzen Herzen und sie
hat auch nicht schlecht getanzt. Sowohl im Einzeltanz als auch im Disco Fox war sie nicht schlecht, aber sie war nicht so gut, wie sie gehandelt wurde, meiner Meinung nach. Ich konnte natürlich gerade im Fernsehen nicht jedes Paar immer gleichzeitig sehen und gut sehen, aber ich habe versucht, so ein bisschen mitzuschreiben. Ich fand, Marc war kontinuierlich relativ gut. Der hat, also man hat, wenn ich den angeguckt habe, sehe ich halt, ja, der hat auf vielen Familienfeiern schon viel Disco Fox getanzt. Das war mein Gefühl. Okay. Und es war, sah geübt aus, routiniert und solide. Halt aber Standard Disco Fox und nicht Mallorca Party Disco Fox. Beyond fand ich auch richtig gut. Beyond hat mir richtig Spaß gemacht. Der hatte Spaß mit Martha und hat das gut gemacht. Und ich persönlich fand Jana und Vadim am besten. Fand die auch haben, die beiden richtig gut. Ja. Die haben, zum einen haben sie Show-Elemente reingebaut und sie haben aber auch kontinuierlich Disco Fox getanzt als Paar mit kleinen persönlichen Sachen immer wieder rein. Und also, wenn ich Jana und Vadim angeguckt habe und auch Marc und Katrin, die haben sich zwischendurch nochmal dabei unterhalten, so wie ich auf einer Hochzeit auch einen Disco Fox tanzen würde. Ja, und ich muss auch sagen, dass Alexandro und Sophia eine tolle Energie hatten. Und die hat man ja viel gesehen, die standen ja viel im Mittelpunkt. Ich habe zum Beispiel Valentin und Ann-Kathrin überhaupt nicht wahrgenommen. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, was Ann-Kathrin anhatte. Doch, ich schon. Die hatte oben gelb und dann ging es ins Grüne über und dann ins Blaue, so ein Fransenkleid. Ja. Die hatte auch Spaß. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie einen guten Disco Fox getanzt haben, aber die hatten Spaß und haben es gut gemacht. Ja. Als erstes habe ich zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Und ich finde das Punktesystem scheiße. Dann hätten sie lieber sagen können, der das Ding hier gewinnt, der kriegt für nächste Woche einen Extrapunkt. Weil das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Es geht seit zwei Sendungen nicht mehr nur um den Einzeltanz. Ja, da wurden jetzt Leute wieder hochgepusht, die vielleicht im Publikum gar nicht so gut ankommen. Weiß man ja auch nicht. Ne? Also. Naja, weiß man, man weiß halt schon, dass Lulu zumindest letzte Woche nicht gut ankam. Und dann ist es halt sehr auffällig, wenn sie auf einmal heute erstaunlich hohe Punktzahlen bekommt und den Disco Fox Marathon gewinnt. Wie gesagt, sie war nicht schlecht und sie war auch nicht die schlechteste. Bei weitem nicht. Es kann ja auch sein, dass sie einfach nicht genug Anrufe hat. Also, dass sie keine Fanbase hat, die groß genug ist. Ja, dann fliegst du halt aber auch raus, ne? So, und ja, also ich finde. Lass uns doch einfach mal durchgehen. Als erstes rausgeflogen sind Anastasia und Toni. Ja, und das war auch einen Punkt dazu bekommen. Das war auch berechtigt. Ja, fand ich auch. Fand ich wirklich. Die haben nicht viel Gas gegeben. Ich habe die nicht jetzt gut tanzen sehen. Ja, dann war ich, wie gesagt, ein bisschen erschrocken, dass Alexandro und Sophia das zweite Paar waren, die raus sind. Fand ich auch. Weil, wie gesagt, ich finde. Das wirkte so ein bisschen so, die sind heute eh die schlechtesten von der Punktzahl. Dann können die jetzt auch noch mehr schlechte Punkte bekommen. Genau, weil Sophia hat mich halt nochmal ans Dance Battle erinnert, ne? Weil da hatte sie ja auch eine grandiose Energie. Und die hatte sie hier auch jetzt im Disco Fox. Ja, die hat gelacht, und die hat Spaß gehabt. Und die waren ja auch, also es waren ja so zwei, drei Paare, die wirklich überrascht waren, dass sie dann jetzt gehen müssen. Ja, dann sind danach rausgeflogen Valentin und Ann-Kathrin. Was okay war. Kann ich nicht zu sagen, weil ich sie überhaupt nicht wahrgenommen habe. Fand ich okay. Dann als viertes sind rausgeflogen Marc und Katrin. Das fand ich nicht okay. Die fand ich, hab ich besser empfunden. Dann Vadim und Jana. Die geht gar nicht. Ja, die waren wirklich. Es hat man bei Jana im Gesicht auch gesehen. So ungefähr. Ja? Was? Bei Vadim auch. Also fand ich auch merkwürdig. Dann Martha und Björn. Da habe ich gesehen, habe ich aber mich gar nicht so drauf konzentriert auf die beiden. Die waren auch sehr überrascht. Und Björn fand ich auch wirklich gut. Ich hatte mich tatsächlich auf Detlef und Lulu konzentriert. Dann ist rausgeflogen Malika und Gabriel. Fand ich. Die hätten für mich auch schon vorher gehen können, um ehrlich zu sein. Fand ich jetzt auch nicht so. Nee, doch schon. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Gabriel das nicht ganz so ernst nimmt, dass er das lustig findet und ja, er hat auch getanzt,
Aber ich fand es jetzt nicht besonders gut. Dann sind Ekat und Detlef rausgeflogen. Detlef hätte ich auch schon früher rausgeschmissen, weil ich hatte das Gefühl, der Japs da, der hat gar keine Ausdauer mehr. Also die haben immer nur das Gleiche gemacht. Mhm. Und sie standen ja am Anfang auf der Empore, wo du sie ja auch gar nicht so wirklich, also als Fernsehzuschauer hatte sie gar nicht so im Blick, aber ich habe mich wirklich versucht, da zu konzentrieren. Es hat mir nichts gegeben, fand ich nicht. Und ja, gewonnen haben Lulu und Massimo, die aber auch immer zu das Gleiche gemacht haben. Ich fand, Lulu und Massimo haben es von der Ausdauer auf jeden Fall verdient gehabt, weit zu kommen, weil die durchgehend frisch waren und Lulu hat auch Spaß gehabt. Aber von dem, was sie getanzt haben, fand ich nicht. Und ich fand, als klar war, dass sie gewonnen hat und sie zum Schluss nochmal ihre halbe Minute hatten, da hat sie erst aufgedreht. Was ja verständlich ist, dann freust du dich und hast Euphorie. Ja, aber ich fand, das war, wie gesagt, sehr willkürlich. Ich weiß nicht, ob es mir besser gefällt. Sie haben ja mal einen Disco-Fox-Marter, ich glaube, das war Corona geschuldet, in diesem viereckigen Kästchen getanzt. Mhm. Das war mir zu viel durcheinander und ich fände cool, wenn es da eine Kameraeinstellung gibt oder dass man den Bildschirm teilt. Ne? Hier sind die Tanzpaare, da sind die Tanzpaare. Ich fand es sehr durcheinander und sehr hektisch, sehr willkürlich. Wie gesagt, mir geht es mit den Punkten total auf den Keks. Ich brauche das nicht. Dann soll man lieber zum Anfang gleich irgendwie, oder weiß ich nicht, dann sollen die den Disco Fox als Tanz einführen da, keine Ahnung. Oder als... Nee, man müsste es einfach nur ernster nehmen. Also ganz ehrlich, wenn man den Disco Fox mit klassischen Schlagern oder Disco Fox kannst du auch auf Popmusik tanzen, dann, keine Ahnung, ja, vielleicht ist Helene Fischer zu teuer, aber sowas halt irgendwie. Naja, aber Helene Fischer und Shirin David standen ja zur Auswahl. Ah, okay. Von daher kann es ja dann nicht so teuer sein. Ja, aber halt nicht sowas wie Victoria und keine Ahnung, Bierkapitän war nicht dabei, aber Laila und so. Laila ist ja auch noch ein relativ modernes Lied. Aber wenn man das nicht zu einer Malle-Party macht, sondern sagt, nein Leute, das ist ernst, wir müssen das ernst nehmen, aber gefühlt ist ja von der ganzen Show die Einstellung, dass das nur so ein Witz ist. Ja, dann brauche ich es nicht machen, wenn ich es nicht ernst nehme. Naja, und ernst nehmen kann man es halt auch nicht, weil man doch... Also, wie gesagt, ich hätte dir die letzten 3 Paare sagen können, die auf der Tanzfläche stehen. Deswegen kann ich es auch schon nicht ernst nehmen. Und Herr Lambi meinte ja noch, ja, das hat doch Riesenspaß gemacht. Nee, mir hat es beim Zugucken keinen Spaß gemacht. Nee, mir auch nicht diesmal. Obwohl ich wirklich ein Verfechter des Disco-Fox-Marathons bin. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass es manipuliert war diesmal. Aber es hatte ich halt, das zog sich bei mir leider so ein bisschen durch die Show, wenn ich ehrlich bin. Ja, und wenn es mit diesem Favoritenrollengeschiss so bleibt, dann finde ich, glaube ich, ist diese Staffel bis zum Ende hin schwer zu ertragen. Ist mir da so in den Sinn gekommen. Bevor wir zur Entscheidung kommen, wollen wir generell was zur Show sagen oder erst die Entscheidung? Du meinst, wer rausfliegt? Genau. Was möchtest du als erstes? Ich glaube, ich würde zuerst sagen, wer rausfliegt. Okay, dann fangen wir damit an. Ich habe hier nur stehen, ich ahne Schlimmes. Ja. 4 Paare haben das rote Licht bekommen. Valentin und Ann-Kathrin, Anastasia und Toni, Marta Bion und Alex und Sophia. Was auch die 4 letzten Plätze waren laut Ranking nach dem Disco Fox Marathon. Ach ja, stimmt. Da war ja noch was. Also auch vor dem Disco Fox Marathon. Bloß hat sich innerhalb der Plätze was verschoben. Ist glaube ich, nicht so dramatisch. Es sind immer noch die letzten 4 Plätze und die standen halt auch vorne als Wackler. Als erstes weiter Ann-Kathrin und Valentin und Ann-Kathrin. Dann standen die anderen 3 Paare noch im roten Licht. Und ja, ich habe es leider so ein bisschen befürchtet, dass es so kommt. Weil man auch sagen muss, dass es jetzt halt im unteren Drittel die Luft auch wirklich eng wird. Und dass es schwierig ist, wenn da einer von seinen Lieblingen bei ist. Ja, raus sind Marta und Bion und Alex und Sophia. Leider. Ja, sehr leider. Tatsächlich um beide Paare tut es mir leid. Ja. Ich bin mal so ein bisschen durchgegangen und habe gedacht, okay, welche wären jetzt laut meinen Punkten und meinem Verständnis die 4 Wackelkandidaten. Oh, das ist ja interessant. Von meinen Punkten her, wären die letzten 4 Lulu, Sophia, Ann-Kathrin und Jana gewesen. Mhm. Wen ich, glaube ich,
hätte, na, schwer zu sagen. Also, Ann-Kathrin fand ich halt diesmal wirklich gut. Aber wir kennen ja unsere Meinung zu Ann-Kathrin. Ich glaube wirklich, dass es für sie vorbei sein sollte, langsam. Und das nicht, weil ich sie nicht mag und weil ich sie nicht gerne angucke. Ich gucke ihr unglaublich gerne zu und ich bin tatsächlich jetzt auch gespannt, was der Contemporary diese Woche für Auswirkungen auf sie nächste Woche hat. Aber rausgeschmissen hätte ich persönlich Ann-Kathrin und Lulu, wo aber auch bei mir persönliche Empfindungen reinspielen, weil eigentlich wäre es Ann-Kathrin und Sophia von der Leistung, glaube ich. Ja. Und Sophia hätte ich aber einfach gerne weitergesehen. Okay, meine letzten vier wären Martha Bion, Alex und Sophia, Ekat und Detlef, Massimo und Lulu. Kann ich jetzt nicht rational beantworten. Du würdest dann, jetzt Lulu und Detlef rausschmeißen? Kann ich nicht rational beantworten. Naja, aber ich gucke halt auch so ein bisschen auf die Entwicklung und auf die Leistung und ich will es ja nicht jedes Mal aufs Neue sagen, aber für einen Tanzcoach, für einen Choreografen, von einem Choreografen, von einem Tanzcoach, habe ich mehr erwartet. Also ich bin wirklich, und ich möchte ihn ja gerne gut finden, aber ich bin wirklich enttäuscht von Detlef. Ich für mich, natürlich, er kriegt gute Punkte und er wird vom Publikum gefeiert und so. Aber für mich hat er, und da spielen ja auch die Matzen ein Stück weit mit rein, ne? Aber für mich ist es das nicht, was er da zeigt. Jein, ich fand ihn ja dieses Mal wirklich gut. Ich finde schon, dass er ein besserer Tänzer ist in dieser Show als Ann-Kathrin, auch als Sophia zum Teil, meiner Meinung nach auch als Lulu. Natürlich, aber ich hätte jetzt gedacht, dass er mich, ich meine, letztes Jahr, Anna war ja auch keine Profitänzerin, ne? Aber die hat einen halt jedes Mal abgeholt. Die hat geile Leistung gebracht jedes Mal und hat halt nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja. Ist doch egal. Und ich sag's nochmal gerne, ich finde ihn ja als Menschen nicht kacke und schlimm und schlecht. Ich hab leider nur ein bisschen mehr erwartet von ihm. Ja. Underperformed und ich finde es wirklich, wirklich, wirklich schade, dass Sophia raus ist, weil die hat es mit Herzblut alles gewollt Sophia kann da mit erhobenen Hauptes rausgehen. Die hat sich sehr gut geschlagen. Das war eine schöne Staffel für Alexandru. Das war ein tolles Paar und auch Bion kann da nochmal ein Stück größer rausgehen, weil der hat sich als Mensch anders gezeigt. Für Martha tut es mir ein bisschen leid, dass sie nicht weitergekommen ist, aber... Ja, auch für Alexandru. Ja, aber wenn man das jetzt mal so als seine erste richtige Staffel bezeichnet, das kann man ja nicht anders sagen, das andere war ja nix, ist das für ihn doch eine schöne... Ich glaube, auch er geht da mit dem Lächeln raus und sagt, nee, das war toll mit Sophia und ich habe einen tollen Menschen kennengelernt und die brauchen sich... Also alle vier können da wirklich gut rausgehen aus der Show. Ja. Wir haben noch eine Vorschau für die nächste Woche bekommen. Und zwar wird es die Jury-Team-Tänze geben, wo sich Joche, Mozzi und Herr Lambi werden eine Performance auf die Beine stellen mit jeweils zwei oder drei Paaren. Das geht ja nächste Woche nicht ganz auf, ne? Das hätte man eigentlich diese Woche machen sollen. Ja. Wäre logischer gewesen. Ich finde so einiges nicht logisch in dieser Staffel, was die Abläufe angeht. Was ich diesmal gut an den Jury-Team-Tänzen finde, ist, dass das Publikum entscheidet per Voting zu Hause, welcher am besten war, weil ansonsten haben die das ja unter sich entschieden oder durch Publikumsapplaus. Applaus. Das finde ich jetzt mal, das ist jetzt mal ein Voting. Trotzdem nervt es mich, dass wir nächste Woche wieder nicht nur den Einzeltanz bewerten. Was wir jetzt dann in der dritten Woche schon nicht machen. Ja, aber es war schon immer so. Ja, aber jetzt gucken wir die Show mit anderen Augen und mich stört dieses Gemische und ja, mich stört es. Ist ja auch okay, dass dich das stört. Ist ja nicht schlimm. Und ich kann dir jetzt schon voraussagen, welche Teams da gemischt werden. Na, mach doch mal. Ich schreibe das auf und dann lese ich das nächste Woche vor. Ja, und ich hätte gerne noch ein Fazit zu dieser Show. Hab's ja am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Abgesehen von den Pannen, die können passieren und das ist ja auch das Schöne am Live-Fernsehen. Das fand ich alles gar nicht so dramatisch, aber trotzdem fand ich, das war keine runde Sache.
Also die Show hat mir im Großen und Ganzen nicht gut gefallen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich liebe Let's Dance und ich gucke das seit Ewigkeiten. Und wir gucken auch gerne mal zwischendurch nochmal eine alte Staffel oder so. Wir sind wirklich Let's Dance treu. Und ich hatte, was aber daran liegen kann, dass ich jetzt halt einfach das erste Mal für den Podcast einfach detaillierter reinschaue. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich betrogen werde als Zuschauer, wenn man das mal hart ausdrückt. Ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen gedreht, wer wo enden soll. Das war so ein bisschen ein ungutes Gefühl diese Woche. Ja, ich meine, das kann man ja mal weiterdenken. Ne? Ich meine, die Favoritenrollen, zwei Favoritenrollen standen ja schon von Anfang an fest. Dass da jetzt aber andere sich still und leise hocharbeiten, ich glaube, damit wurde nicht gerechnet. Und das sind zum Beispiel, ist das eine Jana und das ist ein Gabriel. Ich glaube, mit denen hat keiner gerechnet. Ja. Und das wirft das ganze System, habe ich das Gefühl, jetzt durcheinander. Ja, aber das gab es schon immer. Es gab schon immer Leute, die dann Underdog-mäßig mal durchgekommen sind. Ja, es gab auch mal Staffeln, wo ein Favorit relativ schnell feststand. Jetzt mal als Beispiel Rurik war relativ schnell der Favorit. Es zog sich dann auch so durch oder Maite Kelly. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Pascal Henz denken oder an Ingolf Lück, die waren nicht so schnell Favoriten. Und haben dann trotzdem gewonnen. Und es gibt auch oft mal eine Überraschung im Finale, wer dann letztendlich gewinnt oder so. Aber diesmal, ich halt das Gefühl, aber es kann halt auch einfach sein, weil wir genauer hingucken. Wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Also die Punktevergabe bei den vermeintlichen Favoriten gefällt mir nicht. Ja. Ja, da waren Fehler zu sehen, ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Nee, also, und bei dem anderen heißt es dann, nee, deine Fußarbeit war grottenschlecht. Wo ich dann so denke, ja, dann guck aber bei beiden auch. Und das Gefühl habe ich halt dieses Jahr nicht, dass sie bei allen versuchen, gleich zu gucken. Und gerade auch, weil du es ja immer wieder ansprichst mit den Punkteausgleichen, auch das finde ich dieses Jahr, fällt mir das auf. Mhm. Weil Mozzi und Roche geben 8 Punkte und Lambi gibt 10. Das gab's ja noch nie. Doch, gab's schon mal. Ja, aber. Gab's schon mal. Es gab ja auch diese Staffel. Wirklich gut. Ja, es gab ja auch diese Staffel, die eine Show, wo Roche und Herr Lambi 10 gegeben haben und Mozzi nur 9, nur in Anführungszeichen 9. Ja, und beides bei Detlef. Ja. Also, ja. Es hat halt so ein Geschmäckle. Ja, ich bin gerade nicht drauf gekommen. Mal gucken, ob's so weitergeht oder ob's sich jetzt wieder wendet. Ja, es ist schwierig. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese extra Show-Einlagen nicht mehr, dass da nicht mehr so viel kommt, dass wir uns wieder auf die Einzeltänze konzentrieren können. Und diese Show muss ja auch nicht immer 3 Stunden gehen. Mein Gott, dann geht die halt nur 2,5 oder so. Weißt du, aber dann das ganze Schüsslerweng drumherum brauche ich halt manchmal nicht. Ja. Und hier noch eine Show und da werden die Anrufe zusammengezählt und hier gibt es noch extra Punkte. Das kann ja auch nicht motivierend für die Teilnehmenden sein. Ich hoffe, nächste Woche gehen wir mit einem besseren Gefühl wieder in die Show und aus der Show, dass sich das nicht weiter bestätigt, unser Gefühl, sondern wir uns irren, weil es ist meine Lieblingsshow im Jahr. Ja, das ist ja auch das Einzige, was wir so gucken. Ne? Von daher, außer 2, 3 andere Sachen noch. Ich würde jetzt einfach mal fragen, wie ihr zu der Show steht. Habt ihr ein gutes Gefühl bei der Show gehabt? Wie hat es euch gefallen? Ja. Das kann man ja auch einfach mal fragen. Ganz allgemein. Ja. Vielleicht sind wir auch einfach sehr privat emotional involviert, weil wir sehr große Martha und auch so vor allem Sophia-Fans geworden sind. Oder ja, natürlich ist es immer blöd, wenn dein Favorit rausfliegt. Ne? Das ist so. Aber natürlich, wenn man es realistisch sieht, ich habe Sophia, wie gesagt, ich finde die unheimlich toll, aber ich habe sie jetzt auch nicht im Finale gesehen. Nee, geht mir genauso. Weil dafür hätte sie noch bissiger sein müssen. Also was heißt noch bissiger? Sie war ja schon bissig, ne? Aber sie hat ja eine enorme Steigerung hinter sich. Aber im Finale habe ich sie halt dann doch nicht gesehen. Aber nee. Es sind jetzt auch schon Leute, die im Finale gesehen werden, die ich jetzt nicht da sehe. Also von daher, es sind ja noch 2, 3 Paare dabei, mit denen ich mitfieber. Ich glaube, jetzt steht Jana ganz oben auf meiner Liste. Ja, bei mir sind es jetzt Jana,
Toni und Gabriel, die ich noch so ein bisschen anfeuern würde. Ja, genau. Gabriel, siehst du, guck mal, wieso habe ich denn Gabriel und Malika vergessen? Wir werden sehen nächste Woche. Genau. Es bleibt spannend. Ihr genießt die Woche hoffentlich bis dahin. Ja, und wenn ihr dran denkt, könnt ihr ja ein Sternchen da lassen oder ihr folgt uns auf Instagram. Genau. Lasst von euch hören. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Schöne Woche.